Vielen Dank, dass Sie da sind. Diejenigen, die noch nicht da sind, die kommen gleich nach. Ich sehe, da stehen noch ein paar Leute unten. Aber wir legen schon los, denn wir haben einiges zu besprechen bei diesem Podium. Es geht um drei Länder, ne, oder drei Diskursräume. Das sind ja auch nicht nur Länder, sondern man muss sagen, die strahlen ja, also diese Diskurse strahlen ja auch über die Grenzen des jeweiligen Landes hinaus. Das ist ja auch ein Thema, was wir vielleicht ansprechen könnten, wie es in den Diasporas aussieht. Aber bei uns auf dem Podium geht es um drei Länder, und das ist einmal um Belarus, und diesen Begriff haben wir uns auch hier uns geeinigt, diesen Begriff zu benutzen, denn das ist der Name des Landes und nicht Weißrussland. Dann geht es um die Türkei. Da haben wir nur einen Namen, aber wir haben sehr viele Phänomene, die wir dann zu besprechen haben. Und dann geht es um die Russische Föderation und um die Situation dort. Wie ist es in diesen Ländern, in diesen Diskursräumen damit bestellt, dass hier die geschichtspolitische Diskurse besetzt werden, benutzt werden, ausgefüllt werden, vielleicht auch von verschiedenen Akteuren? Und inwiefern sind diese geschichtspolitischen Diskurse dazu da, um diese neuen oder alten Nationalismen oder überhaupt Verständnisse, Selbstverständnisse der Nationen und der Bevölkerung zu prägen? Wir gehen sozusagen gleich in ein Land, was auch für mich persönlich sehr spannend ist, weil ich am wenigsten weiß, wie es damit bestellt ist mit diesem Thema dort, und zwar nach Belarus. Und da haben wir Dr. Christiane Jannecke bei uns. Dr. Christiane Jannecke hat selbst in dem Land viele Jahre gelebt, jetzt nicht mehr. Jetzt ist sie Kuratorin auch für ganz wichtige, spannende Ausstellungen in der Schweiz, aber auch hier am Deutschen Historischen Museum zum, ich nehme an, zum 100-jährigen Jubiläum der russischen Revolution und den Folgen. Und sie ist eine ganz ausgewiesene Expertin in diesem Bereich, auch für das Land Belarus. Und wir haben sie gefragt, was passiert dort mit dem öffentlichen Diskurs, mit dem politischen Diskurs zu diesen Themen, und wie können wir das, das können wir dann in der Diskussion nochmal herausstellen, inwiefern ist das vergleichbar oder inwiefern unterscheidet es sich von anderen zwei Ländern, die hier auf dem Podium auch vertreten sind. You have the floor. Herzlich willkommen. Ach so, nach vorne, hier hin. Ja, vielen Dank für die Vorstellung und auch für die Möglichkeit, mit Ihnen hier meine Beobachtungen zu Belarus zu beobachten. Wenn man jetzt böswillig sein will, hätte ich gehört, Sie hätten Belarus gesagt. Da könnten wir dann auch gleich schon drüber diskutieren, weil es ist Belarus. Also das ist schon für die Belarussen ganz wichtig, weil dies mit dem O eigentlich die traditionelle Schreibweise des großen russischen Bruders ist, während Belarus eben tatsächlich die Variante ist, die auch in Belarus bevorzugt wird. Aber das ist vielleicht ein Detail. Die Beobachtungen, die ich mit Ihnen teilen möchte, sind sehr kontrovers und sehr widersprüchlich, denn wir haben es in diesem Land nicht mit einem nationalen Geschichtsbild zu tun. Das hatten wir jetzt schon in zwei Beispielen. Die Erinnerung ist gespalten, beziehungsweise es ist sehr widersprüchlich. Es gibt verschiedene Gruppen, die ich Ihnen gleich ganz kurz vorstellen möchte. Es gibt kein einheitliches nationales Geschichtsbild. Auf der einen Seite steht die offizielle Geschichtspolitik und auf der anderen Seite steht eine sehr defragmentierte und eklektische Erinnerungskultur. Aber, und das ist eben die interessante Beobachtung, einfache Dichotomien funktionieren eben auch nicht. Man kann nicht sagen, offiziell gegen Opposition oder ältere Generation gegen jüngere Generation oder die gesamte Zivilgesellschaft gegen die Regierung. Davon ist immer ein bisschen was richtig, aber es stimmt nie ganz. Wie ist es dazu gekommen? In einem Satz: Es ist wie in fast allen postsowjetischen Staaten nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion zunächst mal Anfang der 90er Jahre zu einer Entsowjetisierung und Renationalisierung
Deregionalisierung, also Weißrussifizierung gekommen. Das hat sich geändert mit dem Amtsantritt von Lukaschenko Mitte der 90er Jahre, der seitdem, und damit hat er auch gewonnen, die Wahlen, sein Programm der Resowjetisierung angetreten ist. Das hat sich dann in der nächsten Phase bis Anfang 2000 ganz stark bemerkbar gemacht. Da haben wir wirklich eine Spaltung in ein sowjetisches Geschichtsbild und ein nationalistisches, weißrussisches, belarussisches Geschichtsbild. Und seit ungefähr Anfang der 2000er Jahre, da kann man verschieden datieren, beobachten wir eine Annäherung dieser Position. Und das ist eigentlich das, worüber wir ja heute sprechen wollen. Das hat sehr viel in Belarus auch mit den Sprachen zu tun, und darauf kommen wir vielleicht nachher auch noch mal zu sprechen. Man kann vier Gruppen unterscheiden, und wenn Sie das von oben nach unten lesen, dann sehen Sie, dass oben eine Gruppe steht, die mal salopp formuliert Belarus zusammen mit Russland betrachtet, also eigentlich sagt, Belarus ist ein Teil von Russland oder zumindest der russischen Kultur und des Sprachraums, und so sollte man das auch das Geschichtsbild definieren. Etwas mit einem deutlichen Unterschied, kurz, in dieser Gruppe befindet sich oder darunter eben auch die Gruppe des offiziellen Geschichtsbildes. Der entscheidende Unterschied ist hier die Betonung der nationalen Unabhängigkeit. Also hier ist nicht die Rede von einer juristischen Vereinigung mit Russland. Wiederum ein Stück darunter, also der dritte Aufzählungspunkt, ist sicherlich die größte Gruppe, eine gemäßigte Gruppe, große Bevölkerungsgruppe, sofern sie nicht dem Regierungslager angehört, die recht gemäßigt und vergleichsweise liberal diesen Fragen auch gegenübersteht. Und der untere Punkt benennt eine recht kleine Gruppe, meist intellektueller, die eben ein sehr nationalistisches geprägtes Geschichtsbild rein auf der belarussischen Sprache begründet und eben auf den belarussischen Kulturtraditionen sieht. Interessant ist vielleicht, da gehe ich nochmal zurück, denn das ist hier wichtig, dass diese Gruppen politisch besetzt sind, weil die Opposition in Belarus, die bekanntlich politisch so gut wie gar keine Rolle spielt, befindet sich in diesem unteren Bereich, also in dem stark nationalistisch geprägten Feld. Und das ist insofern interessant, weil Lukaschenko das für seine Zwecke ausnutzt. Er setzt diese Gruppe der politischen Oppositionellen als belarussische Nationalisten mit den Kollaborateuren im großen Vaterländischen Krieg gleich. Und das ist natürlich etwas, was sie in jedem Fall diskreditiert, die politische Opposition, weil der große Vaterländische Krieg, auch darüber wird viel gestritten, aber im Großen und Ganzen doch noch konsensual betrachtet wird und ein Anknüpfungspunkt sein könnte für eine gemeinsame Erinnerung, und das vielfach auch ist. Und indem man eben die politische Opposition mit den Kollaborateuren gleichsetzt, ist das natürlich eine vollkommene Diskreditierung. Der Hintergrund, und das muss ich dazu erwähnen, weil wir sicherlich darauf nochmal kommen, ist, dass sie dieselben Symbole benutzen, wie das die im Zweiten Weltkrieg, im Großen Vaterländischen Krieg auch die andere Seite getan hat, nämlich die weiß-rot-weiße Fahne des Großfürstentums Litauens oder auch der belarussischen Nationalrepublik. Und das ist das, was heute, werden wir nachher noch sehen, eine große Rolle spielt, diese zwei Symbolsysteme, die wir in Belarus beobachten können. Aktuelle Tendenzen, wie gesagt, beobachten wir eine Annäherung der Positionen. Das ist eigentlich ganz pragmatisch. Das hat damit zu tun, dass ich will gar nicht sagen beide Seiten, weil die Spaltung kann man eigentlich so klar nicht machen, aber alle Gruppen eint der Gedanke, oder wie wichtig es ist, die nationale Unabhängigkeit zu bewahren. Und das ist natürlich immer insbesondere mit Blick auf Russland zu sehen. Und da sich da alle einig sind und Lukaschenko als der Garant dieser staatlichen Unabhängigkeit gesehen wird, gibt es da einen gewissen minimalen Konsens. Dazu kommt, dass es in der Tat auch fließende Übergänge in der Betrachtung historischer Themen gibt, also beispielsweise des Großen Vaterländischen Krieges, wo immer mehr Themen betont und auch besprochen werden, die früher tabu waren, also Kriegsgefangene zum Beispiel, oder wir hatten es jetzt schon mehrmals in den Diskursen, überhaupt die Betrachtung des Krieges als Tragödie, also einen kleinen Schritt weg von der Heldengeschichte. Aber auch den Holocaust zum Beispiel, ein Thema, das früher überhaupt erst tabuisiert war, dann stark vernachlässigt, wird aufgenommen, eben auch von der offiziellen Seite, sodass es einfach wenig Angriffsfläche sozusagen für die Opposition da auch gibt. Es werden innerhalb des Großen Vaterländischen Krieges sehr stark die nationalen Aspekte betont, also was war der Beitrag speziell von Weißrussland, Belarus an diesem sowjetischen Sieg. Das waren die Partisanen natürlich, aber auch das besondere Leiden der belarussischen Zivilbevölkerung, das in der
Erinnerungskultur eine sehr große Rolle spielt. Oder das Stichwort der sogenannten verbrannten Dörfer, die es natürlich woanders auch gegeben hat, aber zahlenmäßig doch sehr, sehr viele auf belarussischem Gebiet. Und interessant vielleicht auch der Anschluss der Gegenwart an diese Erinnerungskultur, beispielsweise das Gedenken an die Veteranen des Afghanistan-Krieges in den 70er Jahren, die sich mehrheitlich aus Belarussen zusammengesetzt haben, wird angedockt sozusagen an dieses Kriegserinnern im Allgemeinen. Wir sehen neue Formen der Erinnerung. Das bedeutet zum Beispiel, Sie sehen es auf den Fotos, da können wir vielleicht später noch drüber sprechen, ein Zurücktreten von der sowjetischen Monumentalität, was die Sprache der Denkmäler betrifft. Also es geht mehr um wenig aussagekräftige, möglichst neutrale Denkmalssprache, also wenig, wo man sich sozusagen auch drüber streiten kann. Und das andere ist eine häufige Verbindung von Gedenkorten, was wir auch in Russland, glaube ich, beobachten, in Verbindung mit Kapellen. Also es geht um eine gewisse Einbindung auch des kirchlichen Aspektes. Es bleiben Grauzonen in diesem Annäherungsprozess, die betreffen beispielsweise das Großfürstentum Litauen, die Frage von Westbelarus, das ist ein ganz heikles Thema, oder eben auch die Weißrussische Volksrepublik 1918, sind alles Themen, über die man sprechen darf, auch Kudapati als ein Ort zum Beispiel des sowjetischen Terrors, also des NKWD-Terrors in den ersten Jahren des Krieges, sind alles Themen, über die man sprechen kann. Deswegen habe ich das hier extra notiert, und es gibt Milieus, in denen das ganz offen besprochen wird, im akademischen Milieu zum Beispiel oder auch im Internet. Das Internet ist vollkommen frei bisher in Belarus, aber es hat überhaupt keine Breitenwirksamkeit, und deswegen wird auch da wenig Aufmerksamkeit von offizieller Seite drauf verwendet, weil natürlich diese akademischen Diskurse doch wenig Teile der Bevölkerung erreichen. Ich will Ihnen ganz kurz vier Beispiele, ich will sie wirklich nur nennen, Sie können sie vielleicht nachher aufgreifen in der Diskussion. Ich komme selbst aus dem Museumsbereich, da liegen auch meine Kompetenzen und meine meisten Erfahrungen, also weniger in der Forschung, deswegen beziehe ich hieraus auch meine Beispiele. Das erste ist das Museum des Großen Vaterländischen Krieges, das ist das zentrale und auch das Leitmuseum in Belarus überhaupt. Es ist 2014 in einem neuen Gebäude, das Sie hier oben links auf dem Foto sehen, neu eröffnet worden. Dieses Gebäude hat auch ganz viele symbolische Bezugspunkte, die ich Ihnen mangels Zeit jetzt hier gar nicht erzählen kann. Interessant ist, dass dieses Museum noch immer sehr im starken sowjetischen Duktus gehalten ist, und wenn man unreflektiert durchliefe, könnte man meinen, es hätte sich eigentlich nichts geändert, aber das stimmt so nicht, denn es gibt tatsächlich diese Änderungen, die ich kurz angesprochen habe, also Themen, die früher überhaupt nicht besprochen wurden. Es gibt natürlich eine moderne museale Sprache, also anders gesagt, man kann aus westlicher Perspektive da sehr viel dran meckern. Man kann aber andererseits auch positiv bemerken, dass sich Flanken öffnen, Türen aufgehen zu anderen Geschichtsbildern. Und das ist für Belarus ein wirklich großer Prozess. Aber die entscheidende und interessante Komponente will ich nur erwähnen. Das ist das Problem für Belarus, immer zwischen einem Blick nach Westeuropa und nach Russland sich zu positionieren, wird hier augenfällig. Das Museum ist am 3. Juli eröffnet worden. Das ist der Tag der Unabhängigkeit in Belarus, beziehungsweise historisch gesehen, es ist der Tag der Befreiung von Minsk 1944. Aber, also insofern ist die Betonung auf dem nationalen Aspekt, also nicht etwa, dass es am 9. Mai eröffnet worden wäre, was wahrscheinlich früher der Fall gewesen wäre. Aber auf der anderen Seite eben wurde es eröffnet in Anwesenheit von Putin, also wo sozusagen gleich präventiv mit gedacht wird, ohne die Russen geht es eben auch nicht. Und da sieht man eigentlich, wozwischen sich das immer bewegt. Das zweite Beispiel ist der Erinnerungsort in Mali-Trostenets, am Ort des ehemaligen Konzentrationslagers. Der ist 2015 teileröffnet worden. Es ist immer noch im Bau, es geht noch weiter. Das ist ein deutsch-belarussisches Projekt. Hieran ist interessant, dass eben Lukaschenko und die offizielle Geschichtspolitik sich dieses Themas auch angenommen hat, was früher überhaupt nicht der Fall war. Und es ist auch noch immer so, dass man, wenn man Minsker oder Belarussen fragt, wo das ist, 80% der Menschen antworten, weiß ich nicht und habe ich noch nie gehört. Aber es bricht auf und entwickelt sich. Und interessant ist eben der Gedanke, den Lukaschenko dabei hat. Ich kann nicht in seinen Kopf gucken, aber ich vermute das. Und so geht es eben auch aus vielen anderen Äußerungen hervor, dass er eben so argumentiert, Katyn zum Beispiel, das ist dieser bekannte Ort, der an das verbrannte Dorf erinnert, nicht zu verwechseln mit Katyn, also Katyn,
Und Brest, die große Festung und die Gedenkanlage, sind Orte des großen Vaterländischen Krieges in sowjetischem Duktus. Und jetzt haben wir mit Malitrostin jetzt auch einen Ort des großen Vaterländischen Krieges, aber im nationalen Duktus. Also da ist er ganz geschickt, dieses Thema für sich zu instrumentalisieren. Ein ganz wichtiges Stichwort ist die Ideologie der belarussischen Staatlichkeit. Das ist eine Ideologie, die oder ein Ideenkonstrukt, das Lukaschenko seit Anfang der 2000er Jahre formuliert. Und das macht sich in verschiedenen, also ist auch sinnfällig in der Stadt, beispielsweise durch die Gebäude, die er in der Stadt gebaut hat. Auch hier ein großer Palast der Unabhängigkeit, aber viele andere auch. Sie sehen diese Gebäude unten links als Modelle. Und diese Modelle stehen im Museum der Ideologie der belarussischen Staatlichkeit. Das ist also das, wo auch dieses Ideenkonstrukt für die Menschen sichtbar wird. Es geht im Grunde genommen darum, und das ist der Befund eigentlich für Belarus, über den wir vielleicht noch sprechen können, dass es Lukaschenko im Grunde genommen wenig um historische Bezüge überhaupt geht, mal unabhängig davon, welche das sind, sondern er setzt darauf, dass sein Regime seit 1994 schon allein genug Erfolge hatte und auch genug historische Entwicklung für das Land gebracht hat, dass man darauf das nationale Geschichtsbild oder sagen wir mal das politisch definierte Geschichtsbild aufbauen kann. Und das manifestiert sich eben beispielsweise in diesen Gebäuden, in der Umbenennung von Straßen zum Beispiel, aber auch in sportlichen Erfolgen, bis hin zu der Teilnahme von Belarus am Eurovision Song Contest. Das sind leider Sachen, die wir jetzt überhaupt nicht mit einem Geschichtsbild in Verbindung bringen, die aber einfach alle etwas rausziehen aus der Zeit nach 1994, um möglichst wenig auf die Geschichte zurückzublicken. Das tut er natürlich und auch stark noch in sowjetischen Mustern, aber es gibt hier diese Tendenz, er nennt es belarussische Staatlichkeit und für ihn ist Belarus eben der Staat, in dem er seit 1995 das Sagen hat. Und mein letztes Beispiel ist das Nationale Historische Museum, was sich in Minsk befindet. Hier ist interessant, dass es keine konsistente Dauerausstellung gibt. Das erklärt sich natürlich dadurch, dass es eben auch kein konsistentes nationales Geschichtsbild gibt und natürlich auch niemand sich aus der Deckung wagt, eine solche Ausstellung zu konzipieren. Das ist eine Misere, über die seit vielen Jahren diskutiert wird. Es gab immer wieder Vorschläge, wie man damit umgehen kann. Das Gebäude ist viel zu klein und gerade jetzt, das ist sehr neu, gibt es die Meldung vom Juni diesen Jahres, dass ein Neubau im Jahre 2020 gebaut werden soll. Vermutlich nicht zufällig gegenüber des Museums des Großen Vaterländischen Krieges. Und es wird jetzt interessant sein, welche Diskussionen um das Konzept geführt werden und wie sich dieses Museum aufstellen wird. Im Augenblick ist es in katastrophalem Zustand und macht sehr kommerzielle Ausstellungen, um Geld zu verdienen, die einem Touristen beispielsweise kaum die Möglichkeit geben, sich über Belarus zu informieren. Welches Fazit können wir daraus ziehen? Es gibt, wie gesagt, keine verbindliche Erinnerung. Interessant ist aber eben vielleicht auch im Vergleich zu den Ländern, über die wir bisher gehört haben und wie ich glaube auch über die Länder, die wir heute jetzt noch hören werden, es gibt keine öffentliche Debatte. Und das hat natürlich damit zu tun, dass es kaum Zeitschriften oder ein akademisches, breites Forum gibt, in dem das diskutiert werden könnte. Es gibt tatsächlich auch nur ein sehr mäßiges Interesse an diesem Thema. Also Geschichtspolitik, Erinnerungskultur ist nichts, was die Belarussen wirklich bewegt. Und das würde ich gerne in die Diskussion einbringen, weil wir das noch gar nicht hatten, auch bei den anderen Ländern nochmal einen neuen Begriff und eine neue Frage, wo werden diese Differenzen ausgetragen? Was ist mit dem öffentlichen Raum? Wer besetzt den? Ist der öffentliche Raum ein Raum, in dem auch diskutiert wird? Für Belarus lautet die Antwort nein. Dieser Raum wird weder besetzt von der offiziellen Seite noch von anderen Seiten. Hier spielt dieses Stichwort, was wir wahrscheinlich alle mit Minsk verbinden, der sauberen Stadt, der ordentlichen und aufgeräumten Stadt, eine große Rolle. Das ist nicht zufällig und das ist nicht, weil man damit die Touristen nur begeistern will, sondern weil der öffentliche Raum freigehalten werden soll von diesen Demonstrationen und überhaupt von einer Austragung öffentlicher Diskurse, was auch damit zu tun hat, dass wenn Demonstrationen stattfinden, wie ja jetzt im Anfang dieses Jahres anlässlich eines Sozialgesetzes des Lukaschenko
Lukaschenko erlassen hatte, dann spielen die Plätze immer eine ganz große Rolle. Also was passiert auf den Plätzen? Es gibt einige zentrale Plätze in Minsk und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, glaube ich, auch in dem Kampf um die Erinnerungskultur in Belarus. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke Ihnen. Wir kommen noch zurück auf dieses Land in der Diskussion, anschließend im Vergleich. Aber erst einmal gehen wir weiter südlich und Sie werden Dilek Güven auf diesem schönen Bild finden, aber nicht auf dem Podium, denn sie musste leider kurzfristig absagen. Aber wir hatten ganz großes Glück, weil Safa Jenicak auf ein Podium zu bekommen, das schaffen auch nicht alle, vor allem nicht so kurzfristig. Also ganz herzlichen Dank, dass wir Sie, dich, wir duzen uns schon lange, dabei haben dürfen. Safa Jenicak muss man auch nicht richtig lang vorstellen. Das ist eine wichtige gesellschaftspolitische Stimme, aber natürlich vor allem literarische Stimme aus Deutschland, ist aber in der Türkei geboren, in München aufgewachsen, seit 1990 lebt er in Berlin. Aber wenn man sagt, Safa Jenicak lebt in Berlin, dann muss man auch vorsichtig sein, denn man findet ihn nicht immer in Berlin, sondern vielleicht mal in USA oder in der Türkei oder in anderen Ländern, wo er unterrichtet oder schreibt. Ein Buch, was man vielleicht hier auch erwähnen sollte, das Buch Deutsch sein, wo Safa nicht nur literarisch, sondern vielmehr auch sozusagen sachbuchmäßig, sozusagen im Sinne des Thesenbuches, sich an dieses Thema auch gewagt hat und darüber sich Gedanken gemacht und diese Gedanken mit uns geteilt hat. Heute haben wir dich aber eingeladen, um über die Türkei zu sprechen, ein Land, das du sehr gut kennst, natürlich. Wir haben jetzt mit Beispiel Belarus, ich hoffe, das war jetzt richtig, oder gibt's gehört, und das werden wir vielleicht auch am Beispiel Russland hören. Es gibt bei diesen Ländern, bei diesen Versuchen der historischen Narrativen, wie sie rekonstruiert werden, es gibt immer ein trennendes Ereignis und ein einendes Ereignis, was da konstruiert wird. Also so wäre meine Deutung. Wenn wir über die Revolution 1917 reden, das wird eher als sozusagen ein Bruch, als Trennung, als großer Konflikt. Und dann, jetzt ist der zweite Vaterländische Krieg, wird dann aber als sozusagen ein einendes Ereignis, als das Zentrum dieser erinnerungshistorischen Narrative gesehen. Was war das bisher in der Türkei? Welche Rolle spielt auch die Revolution, also Atatürk und so weiter? Und verändert sich diese Funktion dieses Ereignisses an diesem Beispiel? Und wie werden diese Narrative auch benutzt jetzt in der heutigen Türkei für verschiedene Zwecke von verschiedenen Gruppen und Akteuren? Also ich fange erstmal mit einem Bild an. Ich glaube, ich gehe auch mal darüber. Ich habe nur ein einziges Bild mitgebracht, weil ich mich einfach gar nicht vorstellen konnte. Also ich konnte mich nicht vorbereiten auf die aus den bekannten Gründen mit mehreren Bildern. Aber ich glaube, dieses Bild ist eigentlich Geschichte genug. Wir sind hier in den privaten Gemächern dieses jungen Mannes, den Sie wahrscheinlich erkannt haben, Mesut Özil, deutscher Nationalspieler mit türkischen Eltern, und einem etwas älteren Herrn, der in seiner Wohnung hängt, als Porträt. Und Mesut Özil hat seine Gemächer aufgemacht, sein Haus, um ein Kamerateam all das zu präsentieren, wie er lebt, was ja schon ein Ereignis genug ist. Und vor diesem Bild sagt er, das ist ein Sultan gewesen. Nehmen Sie bitte Istanbul erobert. Entschuldigung, nehmen Sie bitte ein Mikro. Ja, das ist ein Sultan gewesen, er hat Istanbul erobert. In der Türkei hat das große Furore gemacht, weil abgebildet ist nicht Mehmet II., der Eroberer von Istanbul, sondern Selim III. Nun wäre es viel politisch korrekter gewesen zu sagen, das ist Selim III., er hat die ersten Reformen in der Türkei eingeführt,
ja, die zu dann später zu einer türkischen Kulturrevolution geführt haben. Aber Özil beruft sich auf den Eroberer von Istanbul. Und das ist kein Zufall. Es ist das Ergebnis einer Wende, würde ich sagen, der letzten Jahre. Man wird sehen, ob das Bestand haben wird, in der sozusagen das türkische Bewusstsein sich etwas entfernt hat von dem Modernisierungsschub, der es bestimmt hat über Jahrzehnte, natürlich mit dem Höhepunkt der kemalistischen Revolution, hin zu einer leichten Osmanisierung mit Eroberungstendenzen. Man könnte sagen, die Hand, die von Europa aus immer wieder gegenüber der Türkei gereicht wird, nämlich dass man den Türken Gefahr bannen müsse, hat jetzt in der Türkei Partner gefunden, nämlich den Eroberer. Der Eroberer ist zurück und er wird sozusagen auch in der populistischen Darstellung von Geschichte immer wieder in Fernsehserien, aber auch durch den Staat oder auch durch die öffentliche Hand sozusagen gefördert. Es gibt zum Beispiel ein Festival der Eroberung immer Ende Mai, 29. Mai 1453 ist nämlich das Datum der Eroberung Istanbuls durch die osmanischen Truppen gewesen, also der Fall Konstantinopels. Und dieses wird mittlerweile mit einem Event, mit einem modernen Event gefeiert. Es ist ein Volksfest. Und auf diesem Volksfest treten Akteure in den Gewändern der Eroberungszeit auf. Und sie klettern auf Attrappenwände und erobern also die Stadt jedes Jahr neu. Und das ist populär. Die Frage ist, wie nachhaltig ist das und wie tief geht das eigentlich? Ist das Klamauk oder wird da sozusagen ein neues Geschichtsbild produziert? Nationalismus in der Türkei ist ja nun überhaupt nichts Neues. Es gibt keinen neuen Nationalismus, sondern es ist eine gerade Linie, die durch die Staatsgründung, die Republikgründung sozusagen manifestiert ist und eigentlich aus meiner Sicht drei Grundpfeiler hat. Ein Grundpfeiler des türkischen Nationalismus ist die Verhinderung eines Kurdenstaats. Das ist ein durchgehender, grundlegende Konstante. Die zweite grundlegende Konstante, unverrückbar, ist die Leugnung des Holocaust an den Armeniern. Das ist die zweite grundlegende Konstante. Und die dritte grundlegende Konstante ist die starke, unrüttelbare Westbindung der Türkei. Das heißt, die Türkei in der NATO, die Türkei als Anwärterin zur Mitgliedschaft der Europäischen Union, sich sozusagen als westliches Land in der Teil der westlichen Zivilisation befinden fühlen. Jetzt werden Sie sagen, passt das alles zusammen? Das passt wunderbar zusammen, weil was wir vergessen ist, dass nämlich bis 1989 die Türkei das antikommunistische Land schlechthin war und Eckpfeiler der NATO. Es war sozusagen alles in einem, die Festung, die Repräsentanz des Westens im Osten, nach Osten hin, und es war sowas wie West-Berlin. Es war West-Berlin des Orients, wenn Sie so wollen. Und es war auch ummauert. Es war auch wirklich ummauert, weil wenn man nach Bulgarien kam, war man ja nicht im Westen. Da war man im Osten. Der Westen war der Osten. Und nach Syrien und Iran, da ging es auch in eine andere Welt. Und so war also die Türkei eine Insel. Diese Insellage besteht nicht mehr. Und es ist interessant, dass wir unsere Diskussion über die Türkei völlig ohne diesen Komplex führen. Alles, was in der Türkei passiert, hat mit dem Verlust der Insellage zu tun. Eine Orientierungslosigkeit sondergleichen, der von Herrn Özil im Grunde genommen hier illustriert wird, wo man sozusagen Versatzstücke aus der Geschichte, nicht mit einem Geschichtswissen heraus, sondern aus der Emotionalität, aus der Bindung der momentan entstehenden politischen Struktur entwickelt und sozusagen millionenfach auch dann produziert. Interessanterweise hat aber dieser kleine Irrtum in der Türkei zu Diskussionen geführt, die unterschiedlich waren. Die einen haben gesagt, da sieht man, wohin Populärgeschichte führt, wenn die Wissenschaftler nicht mehr anführen, ja, und Geschichte nur noch über Fernsehserien und so weiter weiter vermittelt wird. 80 Millionen Türken, 80 Millionen Historiker, die historischen Wissenschaftler sind Hilfskräfte, höchstens, ja, jeder weiß genau Bescheid, eben anscheinend nicht. Die anderen haben gesagt, da schaut ihr mal, was mit unseren Söhnen im westlichen Abendland passiert. Sie wissen nichts mehr. Sie sind wirklich verloren. Ja. Und man sieht im Grunde genommen in diesem Komplex, dass die nationale Festschreibung von Geschichte vielleicht gar nicht mehr so funktioniert, wie wir es vielleicht so annehmen. Es wird tatsächlich durch die Fernsehserien, durch diese Popularisierung, durch die
ständige Veränderung von Fakten, eine Art Gegengeschichte geschrieben und die aber noch reaktionärer zu sein scheint im ersten Moment als das, was als offizielle Geschichtsschreibung schon in der Türkei stattgefunden hat. Da gab es ja zumindest noch einen Versuch einer Verwissenschaftlichung von Wahrheit oder von gewisser Fiktion der türkischen Geschichte gegenüber oder zumindest eine gewisse Diskursivität, die ist völlig verschwunden, sondern das Ganze wird sozusagen zum Erlebnis, zum Event. Vielleicht ist es aber auch dann eine Entkräftung, das könnte sein, dass es durch diesen Eventcharakter auch nicht mehr mobilisiert. Weil die historische, eigentliche Grundlage der türkischen historischen Geschichtsschreibung, der offiziellen Geschichtsschreibung, war ja auch immer Mobilisierung. Mobilisierung gegen die Kommunisten, Mobilisierung gegen die Islamisten, Mobilisierung für, also immer für etwas gegen etwas, Mobilisierung gegen das Trauma. Das ist ja auch so, dass die türkische Geschichtsschreibung, der Nationalismus natürlich von einem Trauma angetrieben werden, das von 1911 bis 1922 angedauert hat. Mit beginnendem Krieg in Libyen, über den Balkankrieg, zum Ersten Weltkrieg und zum von den Türken als Befreiungskrieg bezeichneten Krieg gegen die Siegermächte. Das heißt, diese 11, 12 Jahre und da drin, mittendrin sozusagen der Völkermord an den Armeniern und auch der Austausch der Bevölkerungsgruppen, griechisch, türkisch, also wirklich riesige Veränderungen, die das Land ja völlig gezeichnet haben, also wo mehr als die Hälfte der Bevölkerung ja verloren gegangen ist. Ja, und auch die ganze Elite eigentlich verschwunden ist. Auf dieser Grundlage wurde die türkische Republik erbaut mit einem ganz anspruchsvollen, starken Modernisierungskonzept. Und auf dieses Modernisierungskonzept haben sich die Türken eigentlich hinorientiert und reinprojiziert. Sie haben aus dem Trauma sozusagen ein Hoffnungsmodell gebaut. Ja. Und die Geschichte wurde entsprechend gefälscht, weil auch die Hoffnung kann ja fälschen. Ist ja nicht nur einfach nur eine Negativbeschreibung. Nun hat sich Ende der 90er Jahre, vielleicht mein letzter Punkt, ich will jetzt nicht zu weit gehen, weil man könnte noch viel dazu sagen, zu dieser Modernisierungsgeschichte. Ende der 90er Jahre, vielleicht schon Mitte der 90er Jahre, keimt mehr Hoffnung auf, weil ich nenne das das Hoffnungsjahrzehnt der Türken. Das ist etwa 2010 zu Ende gegangen. Das waren 10, 15 Jahre einer sehr starken kritischen Öffentlichkeit, die die Geschichte wirklich angefangen hatte, neu zu schreiben. Die Türkei hat hervorragende Historiker hervorgebracht, viele sind im Ausland. Und es wurden alle Tabuthemen angefasst. Und es sind auch wirklich fast alle wichtigen Bücher erschienen, die sind auch heute noch erhältlich, zum Thema Armenier, zum Thema Kurdenkonflikt, zum Thema Nahe Osten. Und es gab endlich eine Möglichkeit, sozusagen in einer zivileren Gesellschaft diese Sachen frei zu diskutieren. Nun ist das im Moment vorbei. Ja. Ich denke aber, dass das eben nicht endgültig sein wird, sondern etwas der Keim sozusagen dieser Diskussion ist gelegt. Die Bücher sind erhältlich, sie sind diskutierbar. Ja. Und solange das so bleibt, es gibt diese kritische Öffentlichkeit nach wie vor. Das nehmen wir hier viel zu wenig wahr, das muss man auch sagen, weil fast alle sich ja auf diesen etwas neurotischen Staatspräsidenten konzentriert, der natürlich attraktiv ist für die Medien. Aber im Grunde genommen ist die Struktur des Landes viel zu komplex, als es nur über eine Person erklärt zu werden. Und ich glaube, dass das Verhältnis der Türken zu Europa entscheidend diesen Nationalismus prägt. Weil, wie gesagt, das eine, die Einbettung in den Antikommunismus, in das westliche Bündnis, hatte sozusagen diesen Nationalismus gefesselt, gebunden. Ja? Und nachdem die Mauer gefallen ist und die Westbindung der Türkei durch die EU nicht manifestiert worden ist, sondern eher in Zweifel gezogen worden ist, kommt jetzt eine Gegenreaktion. Und unklar, wohin das führt, ob das zu einer neuen Art Allianz führt im Nahen Osten oder eben zu einer wieder einer Rückwendung nach Europa, wird man sehen. Danke. Ja, vielen Dank. Wohin wird die Türkei geführt in den kommenden Jahren, Jahrzehnten, ist nicht klar, aber es ist eine offene Frage. Vielleicht wird sie weiter Richtung Norden oder Nordosten driften. Da warten ja schon sehnsüchtig welche auf sie, also auf die Türkei.
nicht nur warten, sondern manchmal hat man das Gefühl, die gucken auch voneinander fleißig ab, lernen auch voneinander, was in Moskau passiert, was in Ankara passiert. Es gibt gewisse Parallelen, zumindest für einen Beobachter, der vielleicht nicht so ganz gebildet ist wie unser nächster Gast in diesem Bereich. Mischa Gabowitsch ist wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Einstein Forum. Hier in Potsdam sitzen Sie, aber Mischa Gabowitsch ist natürlich viel, viel mehr. Der ist ein Autor, der auch mehrere ganz spannende Bücher geschrieben hat. Protest in Putins Russia ist zum Beispiel einer von denen. Es gibt auch neuere Sachen, habe ich gesehen, auf der Liste. Also sehr viel in Oxford und in Paris ausgebildet, hat unterrichtet in Princeton unter anderem. Mischa Gabowitsch ist ein Experte für Nationalismen in Russland insbesondere, aber nicht nur. Und wir haben ihn gefragt, wie sieht er das, wie kann er diesen Duktus, diesen Diskurs, den wir da in Russland vorfinden, zurzeit charakterisieren. Was passiert jetzt dort in Russland? Ich bleibe sitzen und ich habe 3 Vorbemerkungen und 7 Punkte. Die erste Vorbemerkung ist, es gibt keine Bilder. Die zweite ist, ich würde eigentlich am liebsten jetzt auch über Belarus sprechen, weil ich 3 der letzten 5 Wochen dort verbracht habe, in Archiven, Bibliotheken und an Universitäten und mich auch jetzt historisch mit dem Land beschäftige und ich hoffe sehr, dass wir in der Diskussion dann Gelegenheit dazu haben werden. Erstmal das Pflichtprogramm und die dritte Vorbemerkung ist, was Russland angeht, wäre es verlockend und ein leichtes, jetzt meine 10 Minuten oder gerne auch den ganzen Rest der Tagung mit haarsträubenden Anekdoten zu füllen. Und so passiert das meistens auch in der Medienberichterstattung und zwar auch in Russland selbst. Ja? Also der und der Politiker oder der und der Leiter eines Akademieinstituts hat mal wieder etwas Schreckliches gesagt. Wir nehmen uns diese Rede vor, sagen, was daran alles falsch ist und echauffieren uns darüber. Das machen Leute aus meinem Milieu sehr gerne und ich beteilige mich manchmal auch daran, aber ich denke, das hat relativ geringen Erkenntniswert für eine Veranstaltung wie die heutige und deshalb möchte ich das Thema eher strukturell angehen. Und jetzt komme ich zu meinen Punkten. Der erste Punkt ist, es gibt natürlich einige dominante rhetorische Linien, was offizielle Verlautbarungen über die Geschichte angeht in Russland, wie man sie von Politikern oder auch in den Medien zu hören bekommt. Man kann das vielleicht ganz kurz zusammenfassen. Erstens das, was ich den panhistorischen Militarismus nenne. Also die gesamte Geschichte des Landes wird als eine ununterbrochene Reihe militärischer Heldentaten dargestellt. Von den Kriegern des slawischen Mittelalters bis hin zu den heutigen Fallschirmspringern in Syrien. Ja, das kann man sehr gut sehen, zum Beispiel am neuen russischen Nationalfriedhof, der 2013 eröffnet wurde. Da ist dieser panhistorische Militarismus in Bronze gegossen, in Form einer Reihe von Figuren in Disney-Größe. Dann ist Russland natürlich ewig von Feinden umzingelt und muss deshalb auch seine eigene Version der Geschichte immer gegen die feindseligen Versionen verteidigen. Und Russland ist drittens das bessere Europa. Ja, also mal wieder ist Europa im Verfall begriffen. Das sieht man daran, dass in Europa die Familienstruktur aufgeweicht wird. Es wird sogenannte Propaganda des Homosexualismus betrieben, direktes Zitat. Und Russland ist sozusagen das bessere Europa, das sich dagegen stellen kann. Und einige Leute in Europa haben das ja verstanden und sind deshalb unsere Verbündeten. So viel nur zum Inhaltlichen. Aber was sehr wichtig ist, gerade im Vergleich zum Beispiel zu Polen, wenn ich den polnischen Fall richtig verstehe, haben wir es in Russland nicht mit einem zentralisierten, systematischen Prozess eines sozusagen ideologischen Austauschs zu tun. Also es ist nicht etwa so, dass in Russland eine stark ideologisierte Bewegung an die Macht gekommen wäre, die sich jetzt daran macht, systematisch alle Institutionen mit ihren Vertretern zu besetzen, alle Möglichkeiten eines kritischen oder unabhängigen historischen Diskurses auszuschalten und so weiter, sondern es ist ein viel komplexerer und vielleicht bürokratischerer Prozess.
was in der Praxis bedeutet. Zum einen können die Konsequenzen im Einzelfall sehr viel schlimmer sein als das, was man in Ostmitteleuropa beobachtet. Also gerade, wenn Sie sich regionale Repräsentanten der Gesellschaft Memorial ansehen, die ja seit über 25 Jahren für kritische Aufarbeitung der Geschichte steht. Da gibt es Leute, die zum Teil in Untersuchungshaft sitzen und denen lange Haftstrafen drohen und so weiter und so fort. Gleichzeitig gibt es aber immer auch unerwartete Freiräume. Und wenn man das verallgemeinern möchte, würde ich sagen, es ist wie gesagt kein zentral gesteuerter Prozess einer hundertprozentigen Gleichschaltung, sondern das Prinzip ist, Geschichte wird als Ressource gesehen, als politische Ressource, ja, mit der man im Prinzip mehr oder weniger machen kann, nicht was man will, sondern was den politischen Interessen des Landes, den nationalen Interessen, so wie sie gerade interpretiert werden, zuträglich ist. Ja. Die Figur, die am prägnantesten dafür steht, ist ein ehemaliger Tabaklobbyist, der seit einigen Jahren Kulturminister des Landes ist und der vor kurzem eine Habilitationsschrift vorgelegt hat, die von Historikern systematisch verrissen wird und in der er im Prinzip sagt, also es geht um Jahrhunderte westlicher Blicke auf Russland und in der er sagt, wichtig sind nicht die historischen Tatsachen, sondern wichtig ist in der Geschichte, in den historischen Quellen jeweils das, was den nationalen Interessen unseres Landes dient. Und das ist für mich das Ausfallkriterium. Das ist sozusagen die Figur, die das versinnbildlicht. Das geht natürlich auf sowjetische Traditionen zurück, wo auch die historischen Figuren oder Fakten, die jeweils vorgetragen wurden, natürlich immer auf ihre ideologische und sozusagen mobilisationstechnische Relevanz hin befragt wurden. Und gleichzeitig ist die postmoderne Sicht, dass es ja eigentlich keine objektive Wahrheit gibt, sondern nur ganz viele verschiedene Interessen, die hinter den Wahrheiten stehen, auf sehr dankbare Ohren gefallen in Russland und auch schon seit den 90er Jahren. Und das wird gerne auch ins Feld geführt. Ja? Der Stand der heutigen Geschichtsphilosophie ist ja, es gibt keine Wahrheit, es gibt nur verschiedene Wahrheiten und deshalb ist unsere Wahrheit diejenige, die unseren Interessen nützt. Und einige professionelle Historiker und auch Geschichtslehrer oder andere Akteure im historischen Feld beteiligen sich durchaus daran. Also gerade in der Provinz, mit dieser Habilitationsschrift war die Geschichte, die wurde von verschiedenen Kommissionen begutachtet, verrissen und irgendwann geriet sie dann an eine Provinzuniversität, wo also das praktisch durchgeboxt wurde, dass er seinen Doktortitel bekommt und behalten darf. Zweiter Punkt, es gibt durchaus Kritik an diesen Konstrukten durch liberale öffentliche Figuren, sehr viel auch durch professionelle Historiker. Es gibt seit einigen Jahren eine sogenannte Freie Historikervereinigung, die sich das zum Ziel gesetzt hat, sozusagen den öffentlichen historischen Diskurs auch abzuklopfen. Es gibt eine sehr erfolgreiche, aufklärerische, populärwissenschaftliche Webseite namens Arzamas, die auch sehr viel historische Aufklärung betreibt. Auch da gibt es im Detail sozusagen Dinge zu kritisieren, aber sie ist auf jeden Fall sehr, sehr kritisch liberal eingestellt und auch, hat auch großen Erfolg. Aber es wäre zu einfach, sich das Bild so vorzustellen, als ginge es um sozusagen die böse staatliche Propaganda auf der einen Seite und auf der anderen Seite die guten Liberalen und die professionellen Historiker. Das Bild ist komplexer und es gibt unter anderem auch gegenläufige Prozesse von ganz unerwarteter Seite. Ich nenne nur ein sehr prominentes Beispiel, viele von Ihnen kennen es, es ist das Unsterbliche Regiment. Das ist eine Initiative, die es seit inzwischen 5 Jahren gibt, wo Leute am Tag des Sieges, am 9. Mai, auf die Straße gehen mit Porträts von Familienmitgliedern, die im Zweiten Weltkrieg, also im Großen Vaterländischen Krieg, gekämpft haben und als unsterbliches Regiment eben durch die Straßen marschieren. Das sieht erstmal aus westlicher Sicht vielleicht ein bisschen komisch aus und die Diskussion in Russland kreist vor allem darum, ob diese Initiative inzwischen komplett vom Staat gekapert worden ist. Da gibt es verschiedene Ansichten. Das Interessante daran ist aber, es ist eine Initiative, die sich durchaus als patriotisch sieht, gleichzeitig aber eine Individualisierung des Kriegsgedenkens betreibt und dadurch rein strukturell eine bestimmte staatlich zentrierte Tradition des Kriegsgedenkens untergräbt und somit sich auch eben auf diese staatliche Tradition ausgewirkt hat. Also inzwischen muss der Präsident sich zum Beispiel auch an diesem Regiment beteiligen und kann nicht einfach nur oben auf dem Mausoleum sitzen und die Parade abnehmen. Das nur als ein Beispiel unter vielen. Man könnte die freiwilligen Suchtrupps erwähnen,
die zum Beispiel unbestattete Tote aus dem Zweiten Weltkrieg suchen und die ebenfalls sehr patriotisch sind, aber zum Teil unglaublich kritisch gegenüber der Staatsführung und vieles andere. Drittens, es gibt durchaus staatlich geförderte Institutionen, die aus der Sicht der hier Versammelten wahrscheinlich als gute Institutionen gelten können. Ein Beispiel, das vielleicht mit wenigen Einschränkungen wirklich sehr lobenswerte jüdische Museum in Moskau, jüdisches Museum und Zentrum für Toleranz, das vor einigen Jahren in Moskau errichtet und eröffnet wurde. Ein super moderner Bau, bei dem ich auch mit, wie gesagt, einigen Abstrichen die Ausstellungskonzeption wirklich sehr überzeugend finde, wo viele sehr gute internationale professionelle Historiker eingebunden waren und was ganz offen mit staatlicher, administrativer, finanzieller Unterstützung erbaut wurde. Ende dieses Monats wird im Stadtzentrum von Moskau ein neues Denkmal für die Opfer des Gulag-Systems errichtet, das von der Gesellschaft Memorial angeregt wurde und wo bei der, sozusagen der Verlautbarung der Wettbewerbsergebnisse, ich war damals dabei, ganz stark unterstrichen wurde, es ist wichtig, dass das ein offizielles, nationales, staatliches Denkmal ist. Und das Interessante daran ist, diese Gesellschaft Memorial, die hier federführend war und die durchaus auch Kontakte pflegt zu staatlichen Stellen, wird gleichzeitig als ausländischer Agent gebrandmarkt und verfolgt. Und das Paradoxe daran ist nicht zuletzt, dass auch nichtstaatliche Akteure, wie eben Memorial und viele andere Organisationen dieser Art, letztendlich oft von staatlicher Anerkennung träumen. Also wie bei diesem Denkmal, es geht nicht einfach darum, dass wir ein Denkmal an einem zentralen Ort platzieren, sondern wir unterstreichen, dass es der russische Staat ist, der somit der Opfer gedenkt und diese anerkennt. Vielleicht können wir nachher noch mehr darüber sprechen. Vierter Punkt, sehr wichtig zu verstehen ist, der russische oder russländische Staat ist nicht monolithisch. Es gibt verschiedene staatliche Akteure und gerade was die Geschichtspolitik angeht, das Interesse an Opfern der Geschichte zum Beispiel, korreliert nicht unbedingt immer mit einer demokratischen, liberalen oder pro-westlichen Einstellung. Ein gutes Beispiel, Valentina Matwienko, die derzeitige Vorsitzende des Föderationsrats, also der oberen Kammer des Parlaments, vorher Bürgermeisterin von, Gouverneurin von St. Petersburg lange Jahre, eine treue Parteisoldatin des geeinten Russlands, gleichzeitig jemand, der über die Jahre sich immer wieder engagiert hat für geschichtspolitische Initiativen, zum Beispiel zum Thema Holocaust. Ja. Ja. Und das staatlich gefördert hat, die auch diesen neuen Nationalfriedhof finanziell mitgefördert hat, also die sich für diese Themen interessiert. Ein anderes Beispiel, der General Kirillin vom Verteidigungsministerium, jemand mit durchaus national-patriotischen, national-konservativen Ansichten auf die Geschichte, auch auf die militärische Geschichte, der sich an dem vom Kulturminister geleiteten militärhistorischen oder der militärhistorischen Vereinigung beteiligt, der gleichzeitig aber in jahrelanger Kleinarbeit eine große Datenbank aufgebaut hat oder hat aufbauen lassen, die es ermöglicht, die es den Nachfahren von Kriegstoten oder von Soldaten ermöglicht, eben Details zum Schicksal ihrer Verwandten rauszufinden, die vorher mangels Zugang zu den entsprechenden Archivmaterialien nicht zugänglich waren. Ja? Auch das eine, man könnte sagen, zwiespältige Figur. Fünfter Punkt, die Konservativen und die Militaristen, die Nationalpatrioten haben für ihre geschichtspolitischen Entwürfe natürlich viel mehr institutionelle Unterstützung. Ja? Also ich habe das die Militärhistorische Vereinigung angesprochen. Der Kulturminister ist Vorsitzender dieser Vereinigung, verbringt jede Woche einen seiner Arbeitstage im Büro dieser Vereinigung. Unter der Schirmherrschaft der Vereinigung werden Bücher gedruckt, Gedenkfeiern veranstaltet, sie ist im Fernsehen präsent und so weiter. Und andere Organisationen, die zum Beispiel den Blick auf die Opfer der Stalin-Herrschaft lenken wollen, haben so eine Form von Unterstützung natürlich nicht oder zumindest nicht systematisch. Gleichzeitig will Russlands Führung Anschluss an die internationalisierte oder globalisierte Wissenschaft finden. Und das führt zu dem paradoxen Ergebnis, dass gerade in den letzten Jahren zum Beispiel Publikationen in international angesehenen Zeitschriften ein sehr wichtiges Kriterium zum Beispiel bei der Höhe des Gehalts sind an russischen Universitäten.
Und das heißt, gerade Historiker werden angehalten, sich am internationalen historischen Diskurs zu beteiligen. In den letzten Jahren sind viele exzellente internationale Historiker nach Russland gekommen, um dort richtig an Universitäten zu unterrichten, also um sozusagen Stellen anzunehmen an den besseren Universitäten, vor allem aber inzwischen nicht nur in Moskau und St. Petersburg. Und das heißt, die professionelle historische Diskussion, zumindest in diesem Rahmen, ist inzwischen auf einem sehr, sehr hohen Niveau und ist auch Teil der internationalen Diskussion über die sowjetische Geschichte geworden. Sechster Punkt, die offizielle Geschichtspolitik ist nicht eindeutig und uneingeschränkt nationalistisch, zumindest nicht ethnonationalistisch. Anders als man das vielleicht durch das Medienbild erwarten würde. Es gibt einen komplizierten Kompromiss, vielleicht eine russländische Version des belarussischen Falls, zwischen der Betonung von imperialer Größe und ethnonationalen Deutungen, die sozusagen das russische Volk in den Vordergrund stellen. Und die imperiale Dimension ist selbstverständlich wichtig für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Ich erinnere daran, Russland hat die meisten Muslime in Europa. Und gleichzeitig kann man sehen, also über die Krim sprechen wir vielleicht nochmal separat in der Diskussion, das ist ein ganz großes Fass, aber nicht nur was die Krim angeht, kann man beobachten, die vordergründig liberale Opposition ist in ihrem politischen Programm und auch in ihren geschichtspolitischen Deutungen zum Teil deutlich xenophober als das Regime. Gerade wenn es um den Kaukasus und Zentralasien geht oder eben um Deutungen der ukrainisch-russischen Beziehungen und so weiter und so fort. Also die Führung muss da eine bestimmte Gratwanderung bewerkstelligen, die natürlich in den letzten Jahren ganz stark in Richtung Nationalismus und Konservatismus gegangen ist, sich aber darin nicht erschöpft. So, und letzter Punkt. Geschichtspolitisch funktioniert natürlich auch in Russland nur das, was einen bestimmten Bedarf bedient. Ja? Also man kann nicht alles mit allem machen. Man kann nicht einfach aus dem luftleeren Raum irgendwas nehmen und anfangen, das zu manipulieren, sondern es sind natürlich Punkte gefunden worden, die emotional eine bestimmte Resonanz haben. Das erklärt unter anderem, warum der große Vaterländische Krieg an allererster Stelle steht und zum Beispiel die Oktoberrevolution trotz des Jubiläums eine ganz stark untergeordnete Rolle spielt, auch in diesem Jahr, weil das natürlich auf eine Generationendynamik aufbaut. Ja? Die Leute, und ich habe das mit Kollegen in einem Forschungsprojekt mir genau angesehen, die Leute, die heutzutage als Organisatoren an Gedenkveranstaltungen beteiligt sind, in Russland oder auch in der russischsprachigen Diaspora, sind ganz oft Vertreter der Enkelgeneration, deren Großeltern im Krieg waren, gerade noch leben oder vor kurzem gestorben sind. Und diese Gedenkveranstaltungen werden unter anderem als eine Möglichkeit gesehen, eben dieses Band der Generationen weiter zu pflegen oder wiederherzustellen, etwas über die Großeltern zu erfahren und das an die eigenen Kinder weiterzugeben. Das heißt, diese großen geschichtspolitischen Projekte, die natürlich eine ideologische Dimension haben, bedienen auch ein neues familiäres Bedürfnis, das in der Gesellschaft durchaus vorhanden ist und das natürlich eben durch diese existierenden Diskurse ganz stark eingerahmt wird und eben oft, aber nicht immer, in eine bestimmte nationalistische, antiwestliche Richtung driftet. So viel vielleicht und den Rest hebe ich mir für die Diskussion auf. Oh, vielen Dank. So, jetzt müssen wir es alles zusammenbinden. Ich würd gerne vielleicht jetzt erstmal Safa fragen. Jetzt hast du gehört in Russland, was da läuft. Was erkennst du wieder und wo sind die Unterschiede? Denn sagen die, das Türkei-Bild des Volkes ist ja auch in dem Sinne, wenn man das nimmt, nicht nationalistisch. Das türkische Volk schließt ja auch die Kurden ein. Sie müssen halt nur Türkisch sprechen. Also das ist ja auch multidimensional. Ja, also mein Großvater, meine Familie kommt ursprünglich aus dem Nordosten, aus Kars, und mein Großvater war auch in russischen Schulen, weil dieses Gebiet zu Russland gehört hat, von 1878 bis 1917. Und der pflegt immer zu sagen, die Russen, das ist ein Volk, wir sind ja nur ein Gemisch aus 72 Völkern. Da würde
Und das ist natürlich absolut klar. Aber es zeigt, wieso die Wahrnehmungen sind, nicht? Also die Türken nehmen sich schon auch sehr fragmentiert wahr. Und da wird oft mit Humor damit gespielt, manchmal wird es aber eben auch ernst. Man muss einfach sehen, dass der türkische Nationalismus wegen dieser Konstruktion aus verschiedenen Völkern und auch den sehr, sehr vielen Flüchtlingen, die aus dem Balkan kamen, es gibt ja zum Beispiel, das ist fast nicht bekannt, es gibt ja in der Türkei mehr als 7 Millionen Menschen, die ihren Ursprung auf dem Balkan haben. Albaner, Boschnaken, Bulgaren, Pomaken und so weiter und so weiter. Entsprechend auch aus dem Kaukasus sehr viele. Tscherkessen, meine eigene Familie ist georgischen Ursprungs, die eine Seite kommt aus Batumi, also was heute in Georgien liegt und so weiter. Also das ist alles ganz normal, das sind Lebensläufe, Biografien. Das hat dazu geführt, dass der kemalistische Nationalismus nie eine Blutsmentalität entwickelt hat, sondern es ist das Türkentum, es gibt ja diesen berühmten Spruch, Türke ist, wer sich als Türke glücklich fühlt. Das war's. Also ob sie dann einen anderen Hintergrund, ob sie Kurde sind, Araber sind, ist völlig egal. Wenn sie sich damit glücklich fühlen, dann sind sie Türke. Das ist eine Öffnung erstmal. Gleichzeitig, ja, da, also hat mein Großvater doch recht. Das heißt, im Grunde genommen ist eine Öffnung drin, die aber gleichzeitig umkippt gegenüber denen, die sagen, ja, Moment mal, ich bin aber anders. Ich will ja gar nicht Türke sein, ich will Kurde sein, ich will Tscherkesse sein. Da wird es problematisch, da hört es auf, der Spaß. Und ich finde das interessant, dass dieser Konflikt, da müssen wir wirklich tiefer reinschauen, weil das auch für uns, für unser Verständnis von Migration, von Zugehörigkeit etwas aussagt. Das heißt, diese Doppelgesichtigkeit von Zuordnung, Zugehörigkeit. Ja. Nicht umsonst hat die Türkei ja auch das französische Modell kopiert. Also der türkische Staat ist eine Kopie Frankreichs, nicht? Also vom angefangen vom Aufbau der ganzen Provinzen, der Gouvernements und so weiter, des Zentralismus, alles sozusagen total 1:1 transportiert und entsprechend eben auch das republikanische Zugehörigkeitsgefühl über diese offen definierte, aber sehr nationalistische Deutung der Zugehörigkeit. Ist dieser Deutung des Selbst, ja, von sich selbst in Belarus, gibt es da irgendwelche Tendenzen und ist das Land zu klein, um als Gemisch sich wahrzunehmen? Ja, das ist ganz interessant, wobei es mir jetzt beim Zuhören so ging, dass ich am liebsten über Russland reden würde und mir dazu so viel eingefallen ist und jetzt versuche das mal auf Belarus wieder runterzubrechen. Aber das ist ganz interessant, weil Sie das gerade gesagt haben mit diesem Satz, was die Türken betrifft. In Belarus ist genau das ja das Problem, weil wer ist eigentlich Belarusse oder Weißrusse, wie auch immer, weil es dieses Land in den Grenzen, wie wir es heute haben, eigentlich so nie gegeben hat. Also es hat immer wieder verschiedene kulturelle Zuordnungen gegeben, aber in Staatsgrenzen hat das Gebiet, wenn man das mal wirklich juristisch betrachtet, das erste Mal, und selbst das wäre wahrscheinlich juristisch noch zu hinterfragen, 1918 mit der Weißrussischen Volksrepublik das erste Mal gegeben, aber das war unter deutscher Besatzung und auch nur wenige Monate und ist gar nicht zu einer wirklichen staatlichen Sichtbarkeit auch geworden, ist gerade auf dem Land auch überhaupt nicht anerkannt worden und ist heute der Bezugspunkt in der Opposition oder ein Bezugspunkt in der Opposition, aber für die große Menge der Weißrussen spielt das überhaupt keine Rolle. Und hier ist ganz interessant, auch so ein ähnlicher Spruch, oder zumindest geht das in dieselbe Richtung in Belarus, wenn man, wird auch immer wieder gerne zitiert, gerade auf dem Land fragt, wie fühlen Sie sich national zugehörig? Dann kommt ganz oft ein völlig ratloses Gesicht, was einen anschaut und dann kommt die Antwort, was ist das für eine Frage? Wir sind hiesige, Tuteshie heißt das auf Belarussisch. Und dann ist der Fragende natürlich wieder ratlos und denkt, ja, sie müssen sich ja irgendwo zuordnen. Und wenn man das jetzt mal betrachtet, auf die Geschichte gesehen, dann würde man als Fragender zum Beispiel im Westen erwarten, dass vielleicht sogar jemand sagt Pole, weil es wird auch dort auch oft noch Polnisch gesprochen, mindestens sowieso verstanden, das ist ganz klar. Während man im Osten vermuten würde, dass jemand vielleicht sagt, ja, ich gehöre irgendwie doch zu Russland, weil es ja ganz nah ist. Oder nach
Norden betrachtet, vielleicht nach Litauen, weil auch Vilnius ein ganz starker Bezugspunkt ist, als ehemals weißrussische Kulturhauptstadt, was es in den Augen vieler Weißrussen heute übrigens auch noch ist. Also insofern, und nach Süden, die Ukraine ist vielleicht nicht ganz so präsent in diesem Tableau, aber nichtsdestotrotz ist, glaube ich, das genau das, was auch die Schwierigkeit bei der Definition ausmacht, dass die Belarussen selber noch nicht mal sagen können. Also sie haben, es geht gar nicht darum, sich gegenüber einem imaginären Gegner irgendwie zu verteidigen, sondern müssen erstmal selber definieren und finden, wer sie sind. Wenn man jetzt mal absieht von den Extrempositionen, wo jemand sagen würde, also die panslawische Variante, wir gehören sowieso zu Russland und es gibt ja auch formal diesen Unionsstaat und natürlich auch Anhänger, die sagen, das wäre sowieso viel besser, man würde das gleich auch juristisch zusammenfassen, und am anderen Spektrum eben diejenigen, die auf diesen Kern dieses belarussischen Abheben, von dem aber die Mehrheit der Belarussen auf Anhieb überhaupt gar nicht sagen könnte, was das ist, inklusive der Sprache. Wobei das zunimmt, aber die Sprache noch nicht ein verbindendes Identitätsmoment ist. Inwiefern spielt diese Frage der schweren Eigendefinition auch eine politische Rolle? Also inwiefern muss der Staat oder die Regierung diese Leere, die da im Identitätsbereich vielleicht vorhanden ist, überbrücken, und inwiefern ist das denen bewusst und inwiefern arbeiten sie damit? Denn in Russland wird das gemacht. Also ich glaube, bewusst ist das, wenn man über den Staat spricht, spricht man über Lukaschenko. Weil das ist vielleicht auch ein Unterschied nochmal zu anderen Ländern, über die wir auch vorher gesprochen haben, und auch noch zu Russland. Wir haben es ja hier nicht mit einer Partei zu tun, die etwas dominiert. Es gibt also noch nicht mal eine Gruppe, von der man sagen könnte, die setzt die Maßstäbe und da wird vielleicht innerhalb der einer Partei etwas ausdiskutiert. Das gibt es ja gar nicht, sondern im Grunde genommen gibt es Lukaschenko und den Rest der Welt. Und das sieht man auch immer sehr schön, da kann man jetzt viele Anekdoten erzählen, wenn er im Fernsehen seine Positionen vertritt. Also das ist immer nur er, als ob er mit seinen Regierungsmitgliedern überhaupt nichts zu tun hat. Und es ist so ein bisschen der Gedanke, der dann im Volk auch transportiert werden soll, der gute Zar. Also wenn Lukaschenko das wüsste, dann würde das alles nicht passieren. Also davon mal abgesehen, er weiß das natürlich ganz genau, er muss diese Leere füllen, wobei ich glaube nicht, dass das zu seinen Kernthemen gehört. Also es interessiert ihn, was den Machterhalt und die Machtdemonstration betrifft. Das betrifft zum Beispiel die Besetzung eben des öffentlichen Raums durch Gebäude oder Umbenennung von Straßen. Aber ansonsten, das ist sein großer Pfund, und auch in der Umgebung regional ist die staatliche Unabhängigkeit. Und die ist natürlich... Sie ist nicht akut bedroht, jetzt im Sinne von, dass morgen die Russen einmarschieren, aber da gibt es die Auffassung, ich kann das jetzt nicht belegen, aber viele sagen, die Russen könnten das von einem Tag auf den anderen tun, das ist wahrscheinlich auch so. Das Land ist das sowieso, aber das Land ist auch wirtschaftlich zu großem Teil von Russland abhängig. Aber, und das ist eben der Punkt, und darauf will ich hinaus, er besetzt das mit dieser Garantie der staatlichen Unabhängigkeit. Und damit holt er seine eigenen Gegner ja sowieso, seine eigenen Anhänger sowieso ab, oder nimmt er mit. Und er holt aber auch einen Großteil der Opposition mit rein, weil selbst die könnte es sich nicht leisten, dagegen aufzutreten und zu sagen, na gut, dann werden wir eben Teil von Russland oder wir verkaufen uns an den Westen, sondern dafür stehen alle. Und stehen für eine belarussische Unabhängigkeit ein, die politisch bindend ist, aber kulturell noch offen. Und da ist noch die Frage, das wird natürlich von allen anders besetzt. Mischa, sagt gleich was zu was? Zu Belarus, ja, aber vorher doch erstmal die Pflichtrolle, die hier auf dem Podium erfüllt werden muss. Also da gibt es einiges, ich muss mich auch zurückhalten, wo ich gerne mich mit Ihnen, mit dir unterhalten würde. Die Frage ist sozusagen, inwiefern diese Bedarfe, diese Bedürfnisse, die du erwähnt hast, sagen, dieser generationsbedingte Bedürfnis, ne, an die Enkel, an die Großelterngeneration zu denken, oder diese vielen Initiativen, die von unten kommen, dann plötzlich aber der Präsident marschiert mit, inwiefern das tatsächlich etwas ist, was die Leute wollen, oder ist das eine bewusste ideologische Entscheidung der Gesellschaft und des Staates, hier eine ideologische Bresche zu schließen, die auch ganz klar aus meiner Sicht nach dem Georgienkrieg so ungefähr
zustande, kurz vor dem Georgienkrieg zustande gekommen ist, wo wir ja damals noch gesagt haben, Russland fehlt einer interessante Ideologie. Ja? Russland fehlt etwas, was auch ausstrahlt über die Grenzen hinweg, damit andere so sein wollen. Etwas Positives. Und dann kam das. Also bei deiner Analyse war es so ein bisschen so nach dem Motto, naja, das kommt ja von unten eigentlich, ja? Und wird einfach von oben noch befriedigt. Ich bin mir nicht sicher, inwiefern das nicht erzeugt, künstlich erzeugt wird durch Medien, die ja in staatlicher Hand sind zum Beispiel. Diese Bedürfnisse nicht einfach so entstehen, sondern die werden auch befördert. Da haben wir uns, glaube ich, missverstanden. Also ich sage nicht, es kommt einfach was von unten, von den Graswurzeln und der Staat managt das dann irgendwie, sondern ich würde vielleicht gerade in der Longue Durée, also in der ganzen Nachkriegsgeschichte der Sowjetunion, eher von so einer Dialektik zwischen Staat und Gesellschaft sprechen. Der Staat hat natürlich immer die Ressourcen, um sozusagen offizielle Sichtweisen auf die Geschichte zu kontrollieren und jeweils nur diejenigen zu fördern, die ihm irgendwie in den Kram passen. Gleichzeitig hat der Staat sehr wenige eigene Ideen. Das heißt, die Ideen, die er aufnimmt, die kommen trotzdem von irgendwoher, aus der Gesellschaft. Ja? Und die Gesellschaft ist nicht monolithisch und war es nicht mal zu Stalins Zeiten. Auch damals gab es russisch-nationalistische Projekte, es gab andere Projekte. Und man kann sich das so vorstellen, dass gerade was zum Beispiel das Kriegsgedenken angeht, immer ein wichtiges Thema, dass da sozusagen bestimmte Impulse kamen von unten, und der Staat aber natürlich immer die Ressourcen hatte, zu sagen, das passt mir jetzt überhaupt nicht ins Konzept und das nehmen wir auf und homogenisieren es über das ganze Staatsgebiet der Sowjetunion. Und dieses eine Denkmal, das jetzt hier gebaut wurde, das dient uns jetzt als Vorbild für 200 Denkmäler, die wir in Auftrag geben und die industriell produziert werden. Und ich glaube, heute ist das in gewisser Weise ähnlich. Das heißt, der Staat guckt natürlich immer, was sind die Initiativen, die kommen, die wir interessant finden, mit denen wir was anfangen können, die für uns ideologisch einen Wert haben können. Was aber nicht bedeutet, dass die Leute, die hinter diesen Initiativen stehen, reine Parteisoldaten wären. Sondern gerade, wenn man nicht diese Sicht von oben sich zu eigen macht, sondern mit Leuten spricht in solchen geschichtspolitischen Initiativen. Also ich will auf keinen Fall sagen, das sind alles jetzt irgendwie kritische Vertreter einer neuen Geschichtswerkstättenbewegung oder sowas. Überhaupt nicht, nein. Darum geht es nicht. Aber es geht darum, diese Leute haben eine eigene Subjektivität und eigene Ziele. Die Ziele können durchaus auch nationalpatriotisch sein und so weiter. Ja? Und sie sind durchaus mit dem Staat oft im Clinch. Ja? Aber ein Bedürfnis, sich zu verkleiden, wie Clowns, in irgendwelche Uniformen, wenn man 20-jährig ist, 27-jährig ist, oder in Fake-Uniformen, dass da 60-Jährige, 70-Jährige auftauchen mit Orden und marschieren mit, und das sind Fake-Orden, das kommt doch nicht einfach so, weil sie es wollen, sondern weil es in ist. Es wird ein gewisser Sex-Appeal geschaffen, ja, dass man sowas aber macht. Aber darin erschöpft sich das doch nicht. Das ist das Problem, glaube ich, eines großen Teils der russischen Diskussion, dass man sich solche offensichtlich skandalösen Sachen rauspickt und sagt, das ist der Zustand der heutigen Diskussion um Geschichte. Ja? Und natürlich, das können wir, ich meine, es gibt ganze Webseiten, die das machen. Was zum Beispiel, ich weiß nicht, das St. Georgsband angeht, ja, ein anderes Kriegsgedenksymbol, wie das missbraucht wird und so weiter. Klar, aber ich glaube, wir machen es uns zu einfach, wenn wir einfach sagen, das ist ein Haufen Verrückter, die einfach irgendwas aufgreifen, was sie im Fernsehen gesehen haben. Sondern neben diesen Verrückten, die es natürlich gibt, die es übrigens aber auch in Deutschland gibt, ja, gibt es eben auch viele andere Leute. Ich finde das ja die eigentlich interessante Frage, wirklich. Es gibt schon so eine Sehnsucht nach diesem Klamauk. Also nach dieser Verkleidung. Ja. Und woher kommt es? Was ist das Zeitgeist? Wird eine Art Kontinuität konstruiert vielleicht, die es nicht mehr so gibt? Oder, also in der Türkei gibt es gar nicht, ja, eigentlich diese Kontinuität. Es sind ja lauter Brüche. Ja. Und, aber trotzdem wird da so eine versucht, jetzt so eine Kontinuität zu schaffen zwischen dem Imperium, das Osmanenreich, dem Vielvölkerstaat, dem nationalen Türkei und jetzt dieser Neugründung, die es noch keinen Namen hat. Ja? Und das ist völlig unklar. Und ich weiß nicht, ob das in Russland so ist. Ich glaube, in Russland ist es etwas klarer. Oder habe ich da was missverstanden? Vielleicht, jetzt können Sie aus der Rolle raus.
Russland. Ja, jetzt darf man dann Belarus und dann öffnen wir für das Publikum. Genau, aber ich fand jetzt, in einer Sache würde ich gerne einhaken bei dem Dissens oder der Nachfrage ihrerseits, vielleicht ist auch das ein Missverständnis. Also ich würde auch sagen, dass das nicht nur alles von unten kommt. Es kommt natürlich vieles von unten. Und das ist auch, ich finde es auch wichtig, dass wir das hier sagen, weil sehr viel auch oft im Westen wahrgenommen wird, es wird alles oktroyiert und wie Sie auch für die türkische Gesellschaft gesagt haben, diese kritische Öffentlichkeit und Komplexität die, oder Defragmentierung, die nehmen wir oft gar nicht wahr. Und das muss man für Russland unbedingt konstatieren. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass das natürlich nicht so ist, dass die gesamte Geschichtspolitik in Russland wartet, bis irgendwelche Initiativen kommen, dann greift man sie auf und dann überlegt man sich, welche macht man populär und welche nicht. Das ist ein Teil der Geschichte, aber der andere Teil, Sie haben es gerade selber angesprochen, ist nur ein Beispiel, das Georgsband. Das war eine meines Wissens ganz klar von oben gesteuerte, können Sie mich gleich belehren, aber nichtsdestotrotz wurde es außerhalb von Russland so wahrgenommen, weil da komme ich dann wieder auf Belarus zurück, aber auch andere Länder, Georgien haben Sie genannt, es gibt viele postsowjetische Staaten, die sich dann in der Folge von dieser Initiative des Georgsbandes absentiert haben, weil es wahrgenommen wurde als ein offizielles russisches Symbol, unabhängig, vielleicht auch unwissentlich, dass es so nicht war. Gerade Belarus, wo man jetzt ja meinen könnte, dass wir am nächsten dran und auch gerade bei der Betrachtung des großen Vaterländischen Krieges, das fast gefährlich ist, sich so von Russland abzusetzen. Man das im vor zwei Jahren, glaube ich, 2015 das erste Mal ein eigenes Symbol geschaffen hat und das Georgsband zwar nicht verboten hat, aber es doch aus dem öffentlichen Raum verbannt hat. Und ich glaube, dass da, also da würde ich selber gerne nochmal nachfragen, weil ich deswegen mein Bedürfnis, mehr über Russland zu sprechen, ich ja gerade so viel zu tun hat mit der russischen Revolution. Und auch da gibt es natürlich diese Beobachtung, dass es sehr viele Initiativen und eigenständige Ausstellungen, Konferenzen, Publikationen gibt. Also da würde ich auch nicht sagen, dass da eine besondere Zensur ist. Trotzdem gibt es, und das haben Sie vorhin nicht erwähnt, bei dem Kulturminister, der ja immerhin selber Historiker ist, auch wenn er das natürlich... Politologe. Ja, aber gut, Politologe, aber sich zumindest im historischen Feld versucht und auch als solches positioniert, also immer zumindest vorgibt und auch gerne als Historiker gesehen wird. Gerade was jetzt zum Beispiel die Revolution betrifft, der Einzige ist in dieser Riege, der überhaupt ein offizielles Bild, wenn es das überhaupt gibt, vorgibt, beziehungsweise, also nicht vorgibt, sondern formuliert und bestimmte Flöcke in diese Erinnerung einschlägt. Das spielt jetzt tatsächlich keine besonders große Rolle. Müssen wir auch nicht lange darauf verharren, weil die Revolution tatsächlich jetzt nicht das Top-Thema ist. Ich will nur darauf hinaus, dass es natürlich in Russland von oben immer wieder und sicherlich in allen Bereichen Impulse gibt und ich ganz fest davon überzeugt bin, dass sich die Regierung und die offiziellen Kreise das nicht aus der Hand nehmen lassen. So klang das jetzt für mich, vielleicht habe ich es missverstanden, dass nur aufgenommen wird, was von unten kommt. So, eine Verteidigungsrede für St. Georgsband, das ist dieses, falls jemand das nicht weiß, braun, schwarzes, ziemlich, Entschuldigung, okay, gut, für mich sieht es braun aus, aber sagen orange, schwarz gestreifter Streifen. So, kurz dazu, vielleicht Belarus, wenn es sich nicht vermeiden lässt, und dann öffnen wir für die Fragen. Also ganz kurz, auch wieder ohne das verteidigen zu wollen, aber das ist wieder so ein Paradebeispiel. Das Georgsband wurde 2005 zunächst von einer Moskauer Journalistin vorgeschlagen, die natürlich aber es war zunächst eine private Initiative, die dann aber ganz klar, ohne Einschränkung, sehr schnell von staatlicher Seite aufgegriffen wurde, aber nicht nur von staatlicher Seite. Also ich habe in meiner Feldforschung Leute getroffen, die bis in die 2010er Jahre hinein das wirklich aus sozusagen reinem individuellem Patriotismus bestellt haben. So funktioniert das. Das sage ich ja. Hier in Deutschland fahren Autos mit solchem Band rum. Es ist natürlich nicht so, dass Putin hier das drauf klebt, sondern das wird erzeugt. Und inzwischen wird es aber auch durch die russischen Botschaften vertrieben, klar. Aber ich will damit sagen, es ist komplexer als zu sagen, es kommt von unten oder es kommt von oben, sondern es ist immer eine Dynamik, die das mit einschlägt. Und letzter Satz dazu, Medinsky ist ja auch so ein Beispiel, der kommt ja auch nicht aus dem Nichts. Das ist jemand, der ist kein Historiker, war es auch nie, sondern der hat am GIMO studiert in Moskau, also im Diplomatischen Institut, war aber damals schon sehr historisch interessiert, wurde dann zum PR-Berater, ich sagte schon Tabaklobbyist und so weiter, und der ist zum Kulturminister bestellt worden, übrigens nicht von Putin, sondern von Medvedev, auf Medvedevs Initiative, zu einer Zeit, als Medvedev
unter anderem sich dafür stark machte, ein Gesetz zu verabschieden, das die sogenannte Falsifizierung der Geschichte verbietet. Ja? Also alles, was sozusagen nicht in die offizielle Lesart passt, soll verboten werden. Ja? Also was weiß ich, dass die Sowjetunion mitschuld sei am Zweiten Weltkrieg und so weiter. Und das ist dann nicht verabschiedet worden, aber das kommt sozusagen mit rein. Ja? Also es gibt diese ultra-radikalen nationalistischen Gruppen, die gibt es ja schon sehr lange. Die hatten in den 90er Jahren zwar viel zu sagen, aber eben nur im kleinen Rahmen. Und dass die jetzt von den Machthabern in solche Positionen gehievt wurden, wie eben Medinsky, das zeigt ja auch, die gucken immer, was gibt es da für Ressourcen und was passt in unsere derzeitigen, in unsere ideologischen Projekte. Das nicht mehr will ich damit sagen. Ich will auf keinen Fall sagen, es gibt entweder die guten Graswurzeln oder den bösen Staat und wir müssen uns ja angucken, was von den Graswurzeln kommt. So, ein paar Sachen jetzt zu Belarus jetzt aber. Ich fand die Präsentation sehr gut und habe auch sehr vieles natürlich wiedererkannt. Aber ich will doch darauf eingehen, also es gibt oft die Vorstellung, 1991 war sozusagen Stunde Null, Tabula Rasa, die post-sowjetischen Staaten haben alle am selben Punkt angefangen und divergieren seitdem. Und ich glaube, da machen wir es uns zu einfach. Sie haben ganz kurz erwähnt, Khatyn sei ein sowjetisches Denkmal. Ich glaube, es ist viel komplexer. Wenn man sich die belarussische Geschichte in der Nachkriegszeit ansieht, also als Teil der Sowjetunion, hatten wir da, ich meine, Ihnen brauche ich das nicht zu erzählen, aber vielleicht wissen es einige nicht, es gab einen sehr, sehr beliebten Republikchef, Mascherow, der, soweit ich weiß, der einzige war in der gesamten sowjetischen Führungsriege, der zumindest kurzzeitig selbst mal in deutsche Kriegsgefangenschaft geraten war und der sich ganz, ganz stark machte für Denkmalsbau, für Gedenkkultur und so weiter und so fort und durchaus auch ganz eigene Akzente setzte. Und Khatyn wurde damals von einem blutjungen Architekten, nicht Bildhauer, erbaut, nicht zuletzt als bewusster Gegenentwurf gegen den Moskauer Monumentalismus, den wir hier aus dem Treptower Park kennen oder dann die Mutterheimatstadt und Wolgograd und so weiter. Und in den folgenden 20 Jahren kann man beobachten, dass in Belarus die Gedenkkultur doch zumindest eigene Akzente setzte. Ja? Also dass sozusagen auch Opfer der Geschichte schon zu sowjetischen Zeiten durchaus betont wurden. Heute sagt man gerne und nicht zu Unrecht, die Sowjetunion hat zum Beispiel die Kriegsgefangenen völlig ignoriert, die eigenen, die sowjetischen. Aber es gibt einige Beispiele aus dem sowjetischen Belarus oder Weißrussland, wie man es damals nannte, wo eben schon zu sowjetischen Zeiten Denkmäler für Kriegsgefangene gebaut wurden. Also ich denke, es ist bei all diesen Diskussionen schon wichtig zu verstehen, wir haben nicht alle am selben Punkt angefangen und sind dann in verschiedene Richtungen gefahren, sondern es gab vorher schon Unterschiede. Und das allerletzte, also gerade was geschlossene Archive angeht und so weiter, zum Teil gibt es da schon Unterschiede. Also ich habe jetzt viel in Provinzarchiven gearbeitet in Belarus. Das hängt ganz stark von den Persönlichkeiten der Archivleiter ab. Also zum Teil finde ich es in Belarus viel einfacher als in Russland. Okay. Wirklich buchstäblich nur ein Satz, weil Sie haben total recht. Ich hätte gern mehr zu Khatyn gesagt, aber das Interessante daran ist ja, dass trotz der Geschichte, die Sie jetzt beschrieben haben, das heutige Belarus sich das nicht zu eigen macht, obwohl es kein genuin sowjetisches Denkmal ist. Das ist es nicht. Es wird aber von Lukaschenko zumindest in die sowjetische Periode platziert. Und man sieht schlicht und ergreifend daran, dass es wirklich total abgehalftert wird. Es kriegt überhaupt kein Geld mehr. Es gibt keine Mitarbeiter. Es wird total geht in die Regionalverwaltung. Also das finde ich eigentlich interessant. Obwohl es Ansätze gäbe, sogar in der sowjetischen Periode für die nationale Wiederbelebung eines Geschichtsbildes anzusetzen, wird das nicht genutzt. Und das ist eigentlich das Interessante an Khatyn. So. Das passiert, wenn die Osteuropäer anfangen, dann sind die Türken hier die kleine Minderheit und hören aber gespannt zu. Ich habe jetzt zwei Wortmeldungen gesehen. Einmal die Dame hier in der vierten Reihe. Sie war zuerst, dann... Renate Meyer-Braun aus Bremen. Ich habe eine Frage oder eine Ergänzung an Frau Janicke. Sie haben ein Bild gezeigt, viele Bilder gezeigt und nicht erklärt, unter anderem auch dieses Bild von Mali Trostenes, das haben Sie nur in den nationalen Zusammenhang gestellt, Vaterländischer Krieg. Sie haben nicht gesagt, worum es da geht. Zufällig weiß ich das. In Bremen läuft eine Ausstellung zurzeit, vielleicht wissen Sie das. Bielorussland und Deutsch, welche Institutionen, weiß ich nicht genau. Es ist die Friedrich-Ebert-Stiftung, die da mitmacht. Jedenfalls war das eine schwierige Geburt. Dies Mali Trostenes, ich war 2002 in dem Wald. Da haben also die Deutschen, die SS, die Deutschen
haben da zigtausende von Juden ermordet. Meine Frage jetzt, das war damals noch keine Gedenkstätte, es wurde aber angesprochen und jetzt läuft ja was. Wieso ist eigentlich jahrzehntelang der Judenmord, den die Deutschen begangen haben und nicht die Ukrainer, da läuft es ja ähnlich, oder die Belarussen, tabuisiert worden? Und wieso hat sich das jetzt geändert? Das ist mir eine Frage, die nie so geklärt worden ist. Auch in Kiew gibt es ja Babijar, dieses Denkmal, was die Sowjets da errichtet haben, ohne der Juden zu gedenken. Also das wurde tabuisiert. Wieso ist das jetzt verändert? Also in, wie gesagt, in Bremen läuft diese Ausstellung. Alles klar, vielen Dank. Wir sammeln, weil wir nicht so viel Zeit haben. Hier in der ersten Reihe, bitte. St. Herzlaff-Körber-Stiftung. Mir ist gestern Abend und auch heute Morgen aufgefallen, wie stark eben Geschichtspolitik auch durch Außenpolitik mit sich verändert, geprägt wird, dass es immer auch in einem internationalen Zusammenhang gesehen werden muss, wie Geschichtspolitik instrumentalisiert wird. Deswegen meine Frage an Herrn Gabowitsch, das klang jetzt bei Ihnen eben sehr stark auf innerrussische Verhältnisse orientiert, also dieses Wechselspiel von oben und unten. Aber wenn wir das nochmal öffnen auf die Frage, wie sich Russland in Europa und darüber hinaus positioniert, von der Entwicklung von Putin, der noch Anfang der 2000er vom Europäischen Haus gesprochen hat, und wo wir jetzt stehen, ob nicht die Geschichtspolitik in Russland doch sehr stark abhängig ist, auch von dieser außenpolitischen Perspektive. Vielen Dank. Wir nehmen jetzt noch zwei Fragen für diese Runde. Die Dame, jetzt gehen wir auf die rechte Seite, die Dame in der dritten Reihe. Herzlichen Dank für das Panel. Ich habe wirklich sehr viel gelernt und vor allem danke ich für das Aufweichen von Dichotomien, die man ja oft in Bezug auf bestimmte Regionen hat. Und ich denke nur daran, dass zum Beispiel die Verbindung der FPÖ zu russischen Connections immer wieder ein Thema in Österreich ist, dass es so quasi hier eine quasi rechtspopulistische Allianz gibt. Ob das so stimmt, weiß ich nicht, aber so wird das zumindest kommuniziert. Was ich auch interessant finde, ist, dass dieses türkische Nationsmodell, und vielleicht könnten Sie darauf auch eine Antwort geben, doch sehr an Ernest Renan mit seiner Definition von Nation erinnert und auch so hier finde ich, ist da schon ein bemerkenswertes europäisches Erbe gewissermaßen, das hier durchklingt, der Unterschied zwischen Staatsnation und Kulturnation. Meine Frage, also erstens nehme ich hier mit und ich denke, das ist für uns alle eine wichtige Frage. Geschichtspolitik, denke ich, ist immer eine Ressource, ja, für alle Akteure in dem Feld. Und wir können nicht differenzieren zwischen dem bösen Staat, wie das hier so schön gesagt wurde von Herrn Gabowitsch, und den guten NGOs. Jede Akteurin, jeder Akteur ist natürlich in diesem Feld, und wenn ich hier an Bourdieu denke, mit Ressourcen beschäftigt. Ja. Meine eigentliche Frage ist die Frage nach dem nächsten Jahr. 2018 ist ein europäisches Gedenkjahr und meine These wäre, dass im Unterschied zu 2014, wo es so etwas wie einen neuen europäischen Konsens gab, ich denke nur an das neue Denkmal für quasi die Gefallenen aller Nationen in Frankreich, wo es, eine Sekunde, ist 2018 das Jahr der Spaltung in Europa, darüber hinaus und in den Nationen? Ich denke nur auch an Trianon zum Beispiel. Vielen Dank. Und weil hier Außenpolitik und Geschichte erwähnt wurden, Markus Meckel würde ich gerne das Wort geben. Ja. Es passt. Mich würde es jetzt sehr reizen, daran auch noch anzuschließen. Das lasse ich jetzt aber. Ich hätte zwei Fragen. Einmal zur Türkei. Und zwar, wie schätzen Sie den Anteil der augenblicklichen durchaus schwierigen deutsch-türkischen Beziehungen, den Anteil der Armenier-Resolution vor 2 Jahren oder der Debatte daran ein? Man könnte den Eindruck gewinnen, dass sozusagen es damit angefangen hat. Es gab ja dann diese, ich sag mal ein bisschen, die feige Reaktion des Außenministeriums und auch des Kanzleramtes zu sagen, ist ja nicht bindend.
wo man ja sagen muss, das gilt für alle Resolutionen, das ist keine Aussage. Aber das wurde dann im Grunde als Zugeständnis verstanden und ja auch politisch instrumentalisiert auf eine, wie ich finde, sehr fragwürdige Weise. Welche Rolle spielt das? Ist es zufällig? Sie haben ja gesagt, das gehört zu den Gründungsmythen oder zum Gründungssachverhalt, das mal zu lokalisieren. Das wäre die eine Frage. Und die, dann habe ich doch noch eine zu Belarus. Man müsste so vieles diskutieren den ganzen Tag noch zu diesen Fragen. Aber ich bleibe bei Belarus. Ich habe in den letzten Jahren in verschiedenen Gedenkstätten besucht und habe bei einer Reise dann eben auch die also Kurapati, das heißt die Gedenkstätten der Toten, die zwischen 39 und 41 dort ja, zu Tode gekommen sind, und das waren ja nicht Einzelne, sondern Abertausende. Und da gibt es Gedenkorte in vielen Städten. Also in Minsk eben Kurapati, einen vergleichbaren Ort, auch in Brest auf einem Friedhof. Als ich dorthin wollte mit einer Reisegruppe, hat die Stadtführerin gesagt, sie sind der Erste aus Deutschland, weil die ständig deutsche Gruppen führt, der dorthin geht. Auch interessant, wie Deutsche manche Sachen dann nicht mehr wahrnehmen, wenn sie in diese Region Europas kommen. Und mein Eindruck ist aber, dass es zwar richtig ist, was Sie sagen, man darf das tun und man wird nicht kriminalisiert, aber diese Gedenkorte stehen unter Druck. Das heißt, der Gedenkort in Brest, dieser Friedhof, wo diese kleine Stelle, es ist ja eine kleine Stelle nur, der Friedhof soll aus städtebaulichen Gründen beseitigt werden. So wurde mir gesagt, das heißt, dort wird gebaut. Auch Kurapati steht unter heftigem Druck. Dort soll auch noch weiterhin gebaut werden. Eine Straße ist schon gebaut, eine weitere Sachen sind dort entsprechend geplant. Dritter Punkt, Frage der Juden. Sie haben von zwei gesprochen am Anfang. Gehört damit dazu irgendwie. Ich habe durch Zufall bei einer solchen Reise einen Ort kennengelernt, Bonaya Horror. Das liegt zwischen Minsk und Brest. Durch Zufall gefunden in der Literatur. Wir sind dann dahin gefahren. Dort sind 50.000 Juden umgebracht worden aus Brest, etwa 80 Kilometer nördlich von Brest. Dieser Ort war nicht bekannt, weder der deutschen Botschaft noch woanders. Es gibt zwei kleine Orte. 50.000 Juden, man sieht das Gleis noch, wie es dahin gebracht wurde. Wie sehen Sie dieses, wie kann man damit sinnvoll umgehen? Es geht auch ein bisschen in die Richtung, was es mit der Erinnerung an den Holocaust. Es entwickelt sich zu einem Gespräch, nicht nur zu Frage- und Antwortspielen. Deswegen würde ich vorschlagen, dass wir noch zwei Wortmeldungen nehmen und dann machen wir eine finale Runde hier. Und zwar die junge Dame im grauen Pullover hat sich sehr lange gemeldet und dann Marianne Zepp und dann gehen wir zurück aufs Podium. Es tut mir leid, wir müssen einfach bald Schluss machen. Ja. Carina Kallenbach, TU Eindhoven. Ich wollte auch nochmal an das Beispiel Belarus anknüpfen, weil ich denke, die Präsentation, die Sie uns gezeigt haben, ermöglicht uns auch so die Begrifflichkeit von Geschichtspolitik nochmal ein bisschen weiterzudenken, als wir das bis jetzt gemacht haben, weil Ihr Argument war ja ein bisschen, naja, es gibt wenig Geschichtspolitik, weil es gibt ja dieses Nationengedächtnis nicht. Wo ich aber denke, dass Belarus da gerade ein ganz spannendes Beispiel ist, zu gucken, wo wird gerade dieses Nationengedächtnis neu konstruiert. Sie hatten auf Ihrer allerersten Folie Tschernobyl als Beispiel. Dann wollte ich nur kurz anknüpfen, weil genau da sehen wir jetzt ja gerade, wie sich eine Nation an einem neuen, an der Verarbeitung eines Ereignisses sozusagen neu konstruiert. Und genau an dem Beispiel haben wir ja diese geschichtspolitische Auseinandersetzung. Da haben wir ein offizielles staatliches Narrativ gegen Demonstrationen. Da haben wir ja, Gedenksteine, die errichtet werden und dann neu interpretiert werden. Da haben wir ganz klar auch die Abweisung von der Einmischung von anderen Akteuren, also ein außenpolitisches Thema, dann ja das IBB, was ja da sehr aktiv war, was Sie ja angesprochen haben, da ja einige Mitarbeiter gar nicht mehr eine Zeit lang einreisen durften, weil sie zu aktiv waren in der Debatte. Also da an dem Beispiel Belarus, was können wir auch sozusagen nicht nur der Rückblick auf das Infragestellen von bereits etablierten Narrativen und sozusagen diese revisionistische Perspektive bei Geschichtspolitik, sondern eben das Neukonstruieren von neuen Narrativen. Ja. Und da gerne vielleicht nochmal weitere Beispiele, die Sie für Belarus da nochmal bringen könnten. Das finde ich ganz schön. Okay, super, ein guter Hinweis. Und Marianne.
Ja, ich kann da gut anschließen, weil meine Frage geht an Safer. Und zwar genau darin, ob es nicht jetzt auch eine Neukonstruktion eines nationalen Narrativs ist, nämlich gegen Europa. Also diese Neuformierung aus dieser Insellage heraus, die ein Selbstverständnis der Zugehörigkeit zu Europa bedeutet, beziehungsweise zu dem Westen bedeutet hat und jetzt sozusagen umgedeutet wird in ein eigenes neues Narrativ und zwar spezifisch nochmal die Rolle der Religion auch in dieser Neukonstruktion. Dann habe ich aber eine zweite Frage noch und zwar, glaube ich, geht es an alle drei auf dem Panel und zwar würde ich gerne nochmal einen anderen Akteurin in diesem ganzen geschichtspolitischen Szenario ins Gespräch bringen. Das ist durch dein Bild mir aufgefallen, nämlich die Rolle der Migranten. Sowohl was auf der einen Seite die Verstärkung vielleicht von bestimmten nationalen Narrativen angeht und auf der anderen Seite auch die Migranten als Zielgruppe für geschichtspolitische Darstellung. Ganz wichtige Frage, das haben wir auch am Anfang, ich weiß nicht, was mit Mikro heute ist, aber eine ganz wichtige Frage, das haben wir am Anfang auch kurz erwähnt, die Diasporas, ne, inwiefern sie auch den Raum, den Diskussionsraum bitten. Also, jetzt zurück aufs Podium und jeder darf sich ausgreifen, was er oder sie, wo man sich angesprochen fühlt, also nur zur Erinnerung, die Frage nach sozusagen der jüdischen Erinnerungs-, also oder Erinnerungsnarrative an Mord bei Juden, warum tabuisiert, wie geht man damit um, mit unbekannten Orten, dann die Frage der Überschneidung Außenpolitik und Geschichtspolitik, insbesondere an Misha gewesen, türkisches Modell, 2000, das war die Frage an dich, ja, da waren einige Fragen. Das Jahr der Spaltung 2018, auch ganz interessant. Deutsch-türkische, armenische Geschichte, ne, die Resolution der Armenier und so weiter und so fort. Ich muss das alles nicht hier wiederholen, aber zum Beispiel neue Narrativen, wo knüpfen sie an welchen Punkten und die Frage der Migranten und Diasporas. So. Und jetzt alles innerhalb von 10 Minuten, bitte, alle kollektiv. Ich fange mal an, ja. Mali Drosten jetzt, das Stichwort. Ich war in dieser Ausstellung beteiligt. Wir haben das so gemeinsam mit Deutschen und Belarussen in den letzten 3 Jahren in einem wirklich mühsamen und schwierigen, aber ebenso konstruktiven Prozess erarbeitet. Diese Ausstellung gibt es einmal auf Belarussisch und einmal auf Deutsch. Sie tourt in Belarus und sie tourt in Deutschland. Es ist eine Wanderausstellung für Schüler. Sie haben recht, was Mali Drosten jetzt betrifft, dass das ein lange vernachlässigter Ort war. Das ganze Thema des Holocaust und der Juden, ein Thema, das nicht beliebt war. Das hat, Sie haben danach gefragt, warum. Das hat mit der Kategorisierung der Opfer in der Sowjetunion zu tun. Es gab eine Opfergruppe, die sogenannte friedliche sowjetische Zivilbevölkerung. Und darunter fielen alle, die nicht Veteranen waren, Partisanen oder Untergrundkämpfer. Das sind weitere Kategorien, die gerade in Belarus eine besondere Rolle spielen. Und das hat was mit Geld zu tun, auch mit Privilegien und mit einem Status. Und diese Gruppe der friedlichen sowjetischen Zivilbevölkerung wurde nicht weiter differenziert. Und dazu gehörten auch die Juden. Und so hat man das auch immer, so hat man immer argumentiert, die gehören dazu, die sind dabei, die werden nicht vergessen, sie werden aber eben nicht als einzelne Opfergruppe hervorgehoben. Sie haben gefragt, warum hat sich das jetzt geändert? Ich würde sagen, da gibt es noch keine Änderung, dass es jetzt ganz anders wäre. Es bricht auf. Seit vielen Jahren gibt es Initiativen, die sich damit beschäftigen. Es gibt ein kleines jüdisches Museum in Minsk. Es gibt die jüdische Gemeinde, die sehr klein ist, aber nichtsdestotrotz aktiv. Es gibt den Architekten von Khatyn, der auch vieles andere gebaut hat, Herr Levin. Bitte? Ja, aber gab es, also es gibt ihn als Person und als Persönlichkeit. Klar, er ist gestorben vor 2 Jahren, aber er war eine integrierende Person und auch seine Tochter Galina Levina führt das fort. Die baut übrigens einen Teil in dieser Gedenkstätte in Mali Drosten jetzt. Also das Thema ist auf der Tagesordnung und dieses konkrete Projekt, warum das stattfindet, kann man erklären, muss man wirklich sagen, sich die deutsche Seite und insbesondere das IBB in Dortmund so hartnäckig seit Jahren dafür einsetzt. Also das
muss man wirklich einfach mal betonen. Und gegen jeden Widerstand, wo ich selber gesagt hätte, das schaffen die nie. Und jetzt hat es angefangen. 2015 wurde der erste Teil dieser Anlage eingeweiht. Ich bin immer sehr vorsichtig mit dem Begriff der Gedenkstätte, auch was Sie gesagt haben, Herr Merkel. Es gibt keine Gedenkstätte in Belarus, wie wir sie so verstehen. Jetzt, ich sage mal, Topografie des Terrors oder Sachsenhausen, wo man eben über Informationen und museale und historische Orte informiert, sondern es ist ein Gedenkort, heißt auf Russisch dann auch immer Memorialny Komplex, also Memorialkomplex. Und der große Unterschied, und das ist jetzt hier wichtig, was Sie gesagt haben, der Ort, den Sie besucht haben, das ist die Blagowschina. Das gehört zu Mali Trosten jetzt und das ist der ganze Komplex. Aber die Blagowschina ist der Ort, an dem die Juden erschossen wurden. Und dieser Ort ist nach wie vor sehr in der Diskussion. Es hat jetzt Anfang August haben die Bauarbeiten dort angefangen, unter der Leitung eben von Galina Levina. Und das ist aber noch lange nicht gegessen und da ist noch nicht das letzte Wort gesprochen. Und das läuft im belarussischen Denken separat von dem, was ich Ihnen auf dem Foto gezeigt habe. Und damit schließe ich aber auch an Ihre Frage, Herr Meckel, weil Sie nochmal nach den Verbrechen des NKWD und der frühen Jahre der 39 bis 41 gefragt haben. Ich kann es jetzt in der Kürze der Zeit nur an dem einen Beispiel sagen, das ist mit ein Grund, warum in der Blagowschina nie gebaut wurde und warum da nie wirklich was passiert und warum das immer, wenn internationale Gäste kommen, zufällig Bauarbeiten stattfinden und man leider den Weg nicht langfahren kann. Das hat genau damit zu tun, dass in der Blagowschina vor den Verbrechen der Nationalsozialisten auch Erschießungen durch den NKWD stattgefunden haben. Und das ist nach wie vor ein schwieriges Thema. Ich will nicht sagen Tabu. Es gibt auch Historiker, die sich damit beschäftigen. Es gibt auch Publikationen, übrigens auch an der staatlichen Universität. Ist alles sehr ambivalent, aber ist ein Thema, das nach wie vor sehr, sehr schwierig ist. Kurapati kann man jetzt viel zu erzählen, aber das hängt sozusagen eng miteinander zusammen. Neue Narrative und dann. Genau, und noch weiter. Die neue Narrative. Im Grunde genommen war das, was ich versucht habe zu sagen unter dem Stichwort der belarussischen Staatlichkeit. Ich kann das jetzt nur für Belarus beantworten. Die Kollegen werden das für die anderen Länder tun. Belarus versucht, diese Leerstelle oder diese Neukonstruktion von einem Narrativ selbst zu besetzen, indem es auf die eigenen politischen Erfolge zurückgreift. Es geht also weder um eine nationale Idee noch um eine ethnische Idee, weil beides aus bekannten Gründen schwierig ist. Und ich würde sagen, es sind mehrere Aspekte, die versucht werden. Das eine ist eine Differenzierung dessen, was bereits vorliegt, also großer Vaterländischer Krieg. Das sowjetische Narrativ wird fragmentiert. Da kann man ansetzen und verschiedene nationale andere Aspekte reinsetzen. Das andere ist, dass man eigene Themen ins Rennen schickt, also beispielsweise, was man eben seit 1995 geschafft hat. Das sind die Bauten, die Umbenennungen, also wirklich eine sichtbare Besetzung auch des Stadtraumes. Weiter ist es ein gewisser Minimalkonsens, ich bin gleich fertig, der einfach ganz pragmatisch rangeht. Das ist diese Grundidee dieser belarussischen Staatlichkeit, zu sagen, warum halten wir uns so lange mit so schwierigen, kontroversen, historischen Diskussionen auf? Wir sind doch eigentlich alle der Meinung, Belarus liegt zwischen Ost und West. Das ist eine Brücke, das ist was, worauf wir uns alle verständigen können. Jetzt kann man, wer ein Schelm ist, an den Minsker Prozess denken und sagen, das versucht er natürlich auch international zu inszenieren als Vermittlerrolle. Da würden wir jetzt lange drüber diskutieren und sagen, ist überhaupt nicht tragfähig, aber das ist das, was versucht wird. Also sozusagen etwas zu finden, wo eigentlich gar keiner sagen kann, ist falsch. Mhm. Und indem dann alle sagen, genauso wie die Unabhängigkeit, dafür muss man ja irgendwie sein, holt er alle ins Boot und versucht auf dieser Grundlage etwas aufzubauen, was er dann als nationales Geschichtsbild versucht zu vermitteln. Okay. Wirklich sehr kurz, tut mir leid. Danke, kurz, aber gehaltvoll. Es tut mir leid, dass wir jetzt so wenig Zeit haben. Müssen wir eine extra Veranstaltung noch machen. Mischa. Ich beschränke mich auf eine Frage, die nach dem internationalen Kontext. Ja, absolut, das ist unglaublich wichtig. Also der internationale Kontext bestimmt natürlich die Geschichtspolitik ganz stark mit. Dazu müsste man tatsächlich eine separate Diskussion veranstalten. Ich habe mich darauf jetzt vielleicht weniger konzentriert, weil ich denke, dass das gerade aus Berlin gesehen vielleicht offensichtlicher ist als das, was innerhalb des Landes passiert. Was ich aber hinzufügen möchte, ist beides, also der internationale Kontext und die Suche nach einer
inneren Einheit, die sich eben auch geschichtspolitisch niederschlägt. Das sind Prozesse, die nicht erst mit Putin angefangen haben. Also das kann man beides zumindest in die Jelzin-Zeit zurückverfolgen. Die Sache mit dem großen Vaterländischen Krieg, dass das wirklich zu dem großen neuen Narrativ wird, um das sich alle scharen können, das hat allerspätestens 1995 angefangen. Es gab damals die große Suche, also Jelzin hat gesagt, wir brauchen eine neue nationale Idee. Und so richtig hatte keiner eine Antwort darauf, aber de facto ist es dann seit 1995 eben diese Erinnerung an den Krieg geworden. Damals wurde wieder eine große Parade veranstaltet und seitdem gibt es diese ganzen Projekte, die, von denen viele erst zu Putins Zeiten dann sozusagen beendet wurden und oder die heute weiterlaufen. Aber das hat damals angefangen und natürlich die Reaktion auf den internationalen Kontext, das hat auch damals angefangen. Kosovo ist ein wichtiges Stichwort, das war ein Trauma für ganz, ganz viele in Russland. Vorher natürlich, also ja, die Wahrnehmung, dass der Westen jetzt einfach in Postjugoslawien tut, was er will und sich nicht um russische Interessen schert. Ich lasse das einfach unkommentiert, aber das war die Wahrnehmung bei vielen. Vorher schon gab es natürlich die völlig unrealistische Vorstellung, okay, die Sowjetunion ist kaputt und wir werden jetzt innerhalb von 2 Jahren so leben wie in Schweden. Bei ganz, ganz vielen Leuten, gerade in der demokratischen Bewegung und viele dieser Leute, die trifft man jetzt wieder im ultraradikalen Flügel der Nationalisten, ob jetzt außerparlamentarisch oder innerhalb des Staatsapparats. Also Leute, die Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre pro Jelzin waren, in der Demokratiebewegung und so weiter und so fort. Auch das nur stichwortartig. Aber was wichtig ist, also wie gesagt, man darf auf keinen Fall den internationalen Kontext schmälern. Gerade so die letzten Jahre, die Befürchtung, dass die ukrainische Revolution auf Russland überschwappt und so weiter, ein ganz, ganz wichtiges, ganz wichtige Motivation. Aber gleichzeitig, wenn Sie sich einfach mal die Reden ansehen zu Kriegsgedenktagen von Brezhnev 1965 oder 75 oder dann später 85, ja, auch schon von Gorbatschow, und dann die Reden der letzten Jahre, dann merken Sie, überraschenderweise wurde der internationale Kontext zu sowjetischen Zeiten sehr viel stärker erwähnt. Jeder große Gedenktag, gerade was den Krieg anging, war immer eine internationale Veranstaltung, wo man sozusagen sein eigenes Lager um sich herum sammelte und über die amerikanischen Kriegstreiber sprach, über konkrete Dinge, die in Chile passierten oder in Griechenland oder was auch immer, und immer über die Alliierten sprach, dass sozusagen diese Allianz ja jetzt aufgekündigt worden sei im Kalten Krieg und so weiter. Das Interessante ist, heute spielt das eine geringere Rolle. Es ist natürlich immer noch da. Ja? Die Amerikaner sind der Feind und sie wollen die Geschichte falsifizieren und so weiter und so fort. Aber einfach rein quantitativ spielt das eine viel geringere Rolle. Also diese ganzen geschichtspolitischen Diskurse sind sehr viel stärker selbstbezogen. Das heißt, sie bedienen eben nicht nur diese internationale Thematik, sondern auch diese weitergehende Suche nach irgendeiner inneren Einheit, die durch die Besatzung der Krim natürlich nochmal Auftrieb gewonnen hat und ja, was unter anderem auch eine Antwort darauf war, aber darauf will ich jetzt nicht mehr eingehen. Okay, ja, vielen Dank. Gut, aber das ist sozusagen wie immer eine Frage, mit was man vergleicht. Wenn wir mit kommunistischen Zeiten vergleichen, dann wahrscheinlich weniger, aber mit den 90er Jahren vielleicht ein bisschen mehr. Lassen wir es so stehen. So, jetzt unsere Minderheit hier auf dem Podium. Danke für die Qualifizierung. Naja, das waren jetzt Antworten auf eine Frage. Ich habe 4. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt seriös beantworten kann, zumal es wirklich 4 sehr interessante Komplexe sind. Vielleicht zur Resolution, Armenien-Resolution. Also ich finde diesen Zank um Verbrechen in der Geschichte wirklich abscheulich, muss ich sagen, der immer wieder aufkommt, gerade wenn es um dieses Thema geht. Allerdings ist die deutsche Aufarbeitung von Geschichte etwas ganz Spezielles. Das vergessen wir in Deutschland oft. Wenn wir europaweit schauen, gibt es eine solche Aufarbeitung nicht in dieser Art. Es gibt sie weder in Frankreich, noch in den Niederlanden, noch in Dänemark, noch in Italien, noch in Spanien. Spanien gerade ein sehr aktuelles Beispiel übrigens. Und auch nicht in der Türkei. Das heißt, für mich ist das Tor zu diesem Thema, allein europäisch zu öffnen. Wirklich über eine internationale Aufarbeitung dieser Themen und nicht national.
Das ist ein Punkt. Ich glaube, dass es mittlerweile ein Privatkrieg stattfindet, leider zwischen Deutschland und Türkei. Also es hat sicher eine Rolle gespielt, aber das ist nicht die einzige Ursache. Es ist ein Privatkrieg, den will ich jetzt nicht weiter ausführen, ist ja auch in den Medien relativ bekannt. Sehr wichtige, sehr interessante Bemerkung, Frage, wie auch immer, Ernest Renan, der Rationalismus, die Wissenschaftsgläubigkeit, der Positivismus der türkischen Revolution. Man könnte auch sagen, die türkische Aufklärung. Hier vergessen wir eben sehr oft die Dialektik der Aufklärung. Es gibt tatsächlich diesen Anspruch der türkischen Modernisierung, hat auch viel gebracht. Man muss einfach mal so ein Bild, ja. 97% der Frauen 1923 waren Analphabeten. 20 Jahre später hatte die Türkei die höchste Rate an Lehrerinnen in Europa. Also 20 Jahre später. Das heißt, im Grunde genommen ist eine riesige Bildungsinitiative da geschehen. Und es gibt ja auch zum Beispiel sehr viele deutsche Professoren, die in der Türkei waren in dieser Zeit, mit einer wirklichen umfassenden Kulturpolitik. Und dahinter stand ja ein philosophisches Bild von einem Fortschrittsmodell. Das heißt, der Satz, es gibt viele Kulturen, aber nur eine einzige Zivilisation, fasst das zusammen. Das war die Devise der Türkei. Und dieser Satz, damit komme ich vielleicht zu der Neuorientierung innerhalb des islamischen Kulturwelten, soll vielleicht relativiert werden. Es ist aber schwer. Es ist schwer, der Kemalismus ist hartnäckiger, als man denkt. Und zwar in dieser Form, also nicht jetzt als Gesamtkonstrukt für den Staat und für die Gesellschaft, sondern als die Grundlage sozusagen von Wissenschaft, von Bildung. Und gerade im Bildungssystem versucht ja die Regierung einen sehr starken konservativen Schwenk mit Veränderungen. Und gleichzeitig will sie aber wirtschaftlich noch stärker werden. Das schafft sie nicht. Und das ist sehr interessant, dass natürlich die Grundlage für diese Neuorientierung in der Wirtschaft, für die Ausbildung, für die stärkere Ausbildung von Fachkräften und so weiter, genau in dieser Revolution liegt, in dieser aufklärerischen. Ja? Also da beißt sozusagen die Katze sozusagen einen eigenen Schwanz. Und das ist sehr interessant, das wird sehr interessant sein, das zu verfolgen, wie das weitergehen wird. Ich glaube, das wird zusammenbrechen, dieses neue, wie auch immer, islamische Modell. Habe ich da etwas jetzt vergessen oder habe ich das jetzt alles verbunden? Diaspora, natürlich, ja, die Diaspora. Ja, es soll ja ein Diaspora-Ministerium gegründet werden. Naja, gut, in der Türkei. Also wirklich eine stärkere Umfassung sozusagen der türkischen Präsenz im Ausland. Ich halte das für, ehrlich gesagt, nicht sehr langlebig, diese Geschichte, weil die entscheidende Geschichte wird nämlich in der Türkei passieren, in der Kulturpolitik und in dem, was ich ausgeführt habe. Möchte das Land sozusagen weitergehen? Was wir ja ein bisschen vergessen, ist, sind ja diese Jahre zwischen 2000 nach der großen Wirtschaftskrise und 2010. Da hat ja die Türkei 10 Jahre erlebt, wie sie es noch nie erlebt hat. Auch unter diesem Präsidenten jetzt als Ministerpräsidenten, nämlich einen wahnsinnigen Wirtschaftsaufschwung, eine völlige Umkrempelung des Staatswesens, der gesellschaftlichen Strukturen mit großem, großem Erfolg für die Leute direkt in ihren Taschen. Die haben es direkt als Geldmittel, als finanzielle Mittel gespürt. Und das ist sozusagen der Traum, von dem diese Regierung immer noch zehrt. Aber seit fast 10 Jahren ist das Stagnation wiederum. Ja? Und deswegen, das kann so nicht fortgesetzt werden. Diese 10 Jahre basierten aber nicht einer starken Reislamisierung oder die Entdeckung der islamischen Religion als großer Pflaster für alle Sorgen, sondern es war die Rationalität, der Rationalismus, die Fortsetzung des aufklärerischen Prozesses, und da wird aus meiner Sicht die Türkei zurückkehren müssen. Herzlichen Dank an alle hier auf diesem Podium. Applaus